Achso, oh, ich dachte, wir machen noch ein Bild. Jetzt. We're live, bitches. Aber keiner ist da. Vielleicht sollte ich das mal announcen. Dass wir live sind. Okay, wir machen nochmal einmal ein Bild. Warte. Ja, das ist safe. Alter. Zwei Leute sind da. Yeah. Was geht ab, Leute? Ich muss kurz noch das announcen. Ich bin gleich soweit. Boah, irgendwie ist die Qualität überraschend gut. Findest du? Mhm. Ich tagge dich mal, dann kannst du es... Maxi, ich bin dein größter Fan. Leute, schreibt mal bitte alle in die Kommentare. Gute Besserung Fiona, die Arme hat nämlich Corona. Gute Besserung Fiona. Okay, du kannst es reposten. Boah, das ging ja schnell. Okay, Leute, wir warten jetzt noch ganz kurz ein bisschen. Vielleicht 5 Minütchen oder so, bis alle eingetrudelt sind. In the meantime, enjoy ich mein Dinner. Oh Gott, die Anglizismen. Oh. Don't even try to not do it. Ich Übrigens, nur noch Englisch reden, wenn ich noch mehr von den Kommentaren kriege, Leute. Sagt mir auch gerne mal Bescheid, ob der Ton so okay ist, weil ich habe das Fenster ganz weit auf und die Vögel gehen gerade richtig ab. Deswegen, falls es irgendwie störend ist, dann ja, sagt Bescheid. Wie echt voll viele schreiben, gute Besserung, Fiona. Nice. Yes, Lea. Hi, Lea, was geht ab? How are you doing? Wie lief's mit deiner Abi-Zeitung? Mm. Ja, der Stream bleibt online. Der wird hochgeladen. Wie gesagt, wir warten noch kurz ein bisschen und dann starten wir. Guck mal, ob die Story überhaupt gepostet hat. Ich bin echt impressed, dass wir es wirklich zu 20 Uhr geschafft haben. Freut mich voll. Die Abi-Zeitung sah auch mega geil aus von dem, was du geteilt hast. Wir können ja erstmal sagen, was es zu essen gibt. Oder wollen wir das nicht? Mach ruhig, wenn du willst. Bei mir gibt es ein Rezept von Maxi tatsächlich. Ich habe Tortellinis gemacht mit so einer Soße, die ist basically eigentlich nur Creme Fraiche und was war das andere? Käse. Also es ist wirklich, es ballert ziemlich rein. Ich muss auch sagen, ich habe auch nur eine kleine Portion, weil es einfach so mächtig ist, aber es schmeckt echt geil. Wenn man es vegan macht wie ich, dann geht's, finde ich. Aber es ist trotzdem immer noch mächtig. Mächtig. Nice one. Bezüglich der Person, die jetzt schon zum zweiten Mal was geschrieben hat wegen Köln und dem Physikum, I don't know. Gar kein Plan. Also du meinst im Prinzip damit, dass du die gesplitteten Physikumsprüfungen, dass du die einfach in einem Semester schreiben möchtest. Habe ich das richtig verstanden? Weil ich weiß nicht genau, warum man das wollen würde, to be honest, weil wenn man ja schon ein gesplittetes Physikum hat, das ist warum, eigentlich der Vorteil, ne? Oder das, ja, genau, was man eigentlich als Vorteil sieht. Genau. Deswegen würde ich das eigentlich dann so nehmen, wie man es mir angeboten hat und dann splitten, also gesplittet schreiben. Hi Sabrina. Ahaus kenne ich, ja. Schon mal gehört, ist das hier in der Nähe? Mhm. Seit wann ist Maxi schon vegan? Gute Frage, kann ich gar nicht so genau sagen, aber lange. Seit nach deiner Krebserkrankung oder davor schon? Vorher habe ich angefangen. Also vor allem, also ich habe dann auch noch mal Fleisch gegessen und so. Oder was nicht vegan ist, aber so der rollende Stein, sage ich mal, der Stein ist ins Rollen gekommen.
Schon vorher. Der rollende Stein. Der rollende Stein. Das ist auch so ein rollender Stein. Kennenlernen-Story. Oh, haben wir die noch nie erzählt? Doch, ich glaube, in einem Video von mir haben wir das mal erzählt, ganz am Anfang. Du kannst sie gerne erzählen, dann esse ich kurz zu Ende. Okay, basically war ich eines Tages bei mir zu Hause in Bielefeld und da habe ich einen großen Fernseher an der Wand hängen und war am Prokrastinieren, warum auch immer. Und dann habe ich irgendwie ein Video gesehen oder vorgeschlagen bekommen auf YouTube, weil ich war früher so richtig into YouTube. Und es war irgendwie, ich weiß gar nicht, welches Video das war, aber halt irgendwas mit Physiologie, Studium, Vlog und so. Psychologie, oh ja. Was habe ich gesagt? Habe ich Physiologie gesagt? Oh Gott, ich habe so viel gelernt, Alter. Naja, und dann habe ich da mal so reingeschaut und dann fand ich Esther super sympathisch. Und dann habe ich gesehen, dass sie versucht jetzt ins Medizinstudium reinzukommen. Da hattest du so keine 4000 Abos. Also weniger im Vergleich zu jetzt. Mhm. Und dann habe ich dich auf Instagram abonniert, weil ich dich so scheiße sympathisch fand. Und dann hast du deine Zulassung bekommen und hast Münster gepostet. Und dann habe ich Esther angeschrieben und habe gesagt, wenn du irgendwas brauchst, hit me up. Auch wenn es eigentlich im Endeffekt jetzt andersrum ist, als... Okay. Weil ich... Nein, das stimmt aber nicht. Also schon. Während des Physikums, ja, okay. Hätte ich nicht gewusst, was ich ohne dich gemacht hätte. Also okay. Ich finde nicht, dass man das so pauschal sagen kann. Nee, aber das war eigentlich ganz funny, weil ich erinnere mich da einfach wirklich noch so gut dran, wie wir uns kennengelernt haben, weil ich war zu dem Zeitpunkt im Skiurlaub. Und ich weiß das noch ganz genau, wie du mir so deine Lebensgeschichte erzählt hast, während ich da in diesem Kämmerlein saß, wo meine Schwester und ich damals geschlafen hatten. Und du mir das alles so erzählt hast. Ja. Also von deiner Krebserkrankung und so. Und da weiß ich noch, da hat die Dodo mitgehört. I hope that's okay. Im Nachhinein. Und wir fanden dich irgendwie so voll strong und sympathisch und so. Und ja. Das Erste, wo ich mich so krass personal dran erinnere, war, als wir schon irgendwann auf WhatsApp geschrieben haben und ich da so meinen Boy-Drama hatte und dir irgendwie so geschrieben habe, na, du als Ex-Psychologie-Studentin kannst du doch bestimmt sagen, wie ich meinen Heartbreak survive, oder? Habe ich das eigentlich gesagt, jemand? Wie man das macht? Deine Tipps waren schon gut. Ich habe mich zwar nicht dran gehalten, because I'm a stupid piece of shit. Story of our lives. Okay. Esther, hast du deine Haare gefärbt? Nein, tatsächlich nicht. Aber das wurde ich in letzter Zeit total oft gefragt. Aber Leute, ich bin ein kleines Chamäleon. Das Chamäleon? Das heißt Chamäleon. Der Chamäleon? Nee, Chamäleon. Das Chamäleon. Das wird nicht Chamäleon aus. Ja, ja. Du hast mich mal versucht, damit zu verarschen. Du hast mir geglaubt, glaube ich. Nein, habe ich nicht, weil ich bin doch der Grammar-Nazi. Naja, auf jeden Fall. Irgendwer hat es mir mal geglaubt. Meine Haare, ich weiß auch nicht, die machen irgendwie nochmal so eine Transformation durch im Sommer. Und dann werden die irgendwie deutlich heller und deutlich rötlicher. Deswegen, it's all natural. Your favorite ginger. Weißt du das? Die Fehlversuche? Physikum, Fehlversuche, ja. Studienklausuren, weiß ich nicht. Ich habe aber schon mal öfter gehört, dass Leute, die irgendwie so im Drittversuch waren, oder auf jeden Fall im letzten Versuch an der jeweiligen Uni, dass die dann die Uni gewechselt haben, damit sie nicht mehr im letzten Versuch sind. Weißt du, was ich meine? So als Strategie. Im Hierdingsbums wird es vielleicht gehen, wenn du von Regelstudiengang nach Modellstudiengang. Ja, vielleicht. Wechselst, aber ich meine, an der Regelstudiengang Uni geht es nicht, weil ich meine, ich habe mit unserem Prüfungsmanager mal drüber gesprochen, weil Anxiety. Und ich meine, er hat gesagt, nee. Können wir, oh, das finde ich richtig gut. Lea, du hast richtig gute Ideen. Können wir alle hier schreiben, welches Video sie von euch jeweils als erstes haben? Richtig geil. Ja, Leute, schreibt es mal. Das würde mich auch mal interessieren, weil mir schreiben immer mal wieder Leute, die so richtige OGs sind, also die mich noch aus Psychologiezeiten kennen oder noch davor aus Make-up-Zeiten. Aber obviously die meisten sind natürlich durch Medizin hingekommen. Deswegen schreibt es gerne mal. Das würde mich auch interessieren. Mir auch richtig interessant. Ed Leni, ich bin sogar schon im sechsten Semester.
Okay, Anna hat gefragt, wie gehe ich mit Liebeskummer um? Ich bin 20, das war meine erste Beziehung und irgendwie ziemlich toxisch. Help me please. Ich glaube, wir können beide von uns sagen, dass wir schon mal in relativ ungesunden Beziehungen waren. Was? Und also erstmal finde ich, hast du einfach schon Riesenrespekt verdient dafür, dass du da jetzt raus bist, weil das ist das Schwierigste. Das wirklich. Ist wirklich das Schwierigste. Also einfach diesen Step zu gehen und zu sagen, okay, I'm a head out. Genau. Deswegen den größten Schritt hast du schon hinter dir. Also du kannst es eigentlich so sehen, du bist jetzt wahrscheinlich am Tiefpunkt, aber ab hier wird es nur noch bergauf gehen. So habe ich zumindest auch versucht, das zu sehen. Und was mir, vor allem in meiner letzten Beziehung oder in dem letzten, in der letzten Trennung am meisten geholfen hat, ist tatsächlich reden. Also ganz, ganz, ganz viel reden. Also ich kann euch wirklich nicht sagen, wie sehr ich Maxi zugeheult habe mit allem möglichen Zeug und wie oft ich auch dasselbe einfach immer wieder erzählt habe. Aber es sich einfach von der Seele zu reden, das ist einfach das Beste, was ihr machen könnt. Weil nur dadurch, habe ich das Gefühl, wird dieser Kloß und dieser Stein, der so auf einem liegt, irgendwie so ein bisschen leichter. Deswegen verschließt euch nicht, zieht euch nicht zurück, sondern geht da raus, macht das, was ihr gerne tut, vergesst euch selber vor allem nicht, seid gut zu euch und redet. Ja, finde ich auch. Was ich auch persönlich, also ich habe da eigentlich wenig hinzuzufügen, aber was ich gut finde, also was ich tatsächlich selber in der Konstellation noch nicht ausprobiert habe, aber ich weiß, dass es dir auch geholfen hat, schreibt euch eure Gefühle auf. Gerade wenn es eine Beziehung ist, die vielleicht ein bisschen davon lebt, dass sie toxisch ist, kann es helfen, wenn ihr an Tiefpunkten wirklich einfach mal eure ganzen Gefühle aufschreibt und so ein bisschen dokumentiert, wie sich die Sache für euch entwickelt und was ihr in den Momenten, wo es halt schlimm ist, wirklich denkt und euch das anschaut, wenn ihr davon loskommen möchtet. Finde ich sehr gut. Richtig, richtig guter Tipp. Kam ja auch von mir. Nein, I'm just kidding. Okay, warte, ich scroll hier mal kurz ein bisschen hoch. Oh, die Videos. Ja. Ah, die Videos, stimmt. Mich würde voll interessieren, ob hier noch irgendjemand dabei ist von den Videos, die ich früher gemacht habe, so mit meiner Krebserkrankung und so. Ja. Aber kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Okay, Video über den TMS. Okay, das ist, finde ich, auch schon OG. Weil das war ja 2019. Prä-Corona. Wochenend-Vlog als Medizinstudentin. Da kann ich die legendäre Pomade. Ich liebe das Video. Oh ja, habe ich das eigentlich noch drin? Ich habe es letztens noch mal gesehen, aber ich weiß nicht, ob du es seitdem schon rausgenommen hast. Die Pomade. Da kann man echt ein Trinkspiel draus machen, Leute. Das ist mir vor allem selber gar nicht aufgefallen, während ich es geschnitten habe. Definitiv was aus dem Psychologiestudium. Nice. Meine neue Uni-Stadt. Auch das ist sehr früh, finde ich. Eine Haarroutine. Oh, die Haarroutine. Anki-Tutorial. Maxi Christmas Chronicles. Das ist auch schon eine Weile her jetzt. Stimmt. Warte, war das? Nee, das war 2020, ne? Letztes Jahr. Nee. Warte, doch. Doch? Doch, stimmt. Letztes Jahr. Oh mein Gott, Leute, ich bin schon raus hier. Über Niklas Stehenbart. Die Pomade. Die Pomade, die ist berühmt. Ohne Scheiß. Leute, go watch the Pomade. Das ist, glaube ich, bis heute mein meistgeklicktestes Video. Das ist schon irgendwie crazy. Da hatte ich noch. Oh, meine Siri geht an. Warum geht die Siri? Oh ja, das mit der Podcast-Aufnahme und den Probeklausuren. Das weiß ich auch. Ja, die Pomade ist noch online. Leute, guckt das Pomade-Video. Das ist 4 Jahre alt. Das ist richtig Only gut. The OGs will remember. Geil. Mega cool, das irgendwie mal so zu erfahren. Ah, cool. Hier, Lea schreibt, erstes Video von Maxi war tatsächlich ihr momentan erstes Video auf ihrem Kanal. Okay, wir scrollen jetzt mal runter. Kannst du mal auf dein erstes YouTube-Video reagieren? Kommt drauf an, wie man erstes YouTube-Video definiert, Leute. Ich hatte ja schon 2 andere Channels vor diesem Channel hier. Tatsächlich. Und ja, das allererste, ich glaube, doch, das habe ich noch gespeichert irgendwo, aber das, also die sind alle nicht mehr auf YouTube. Mein allererstes auf diesem Kanal hier ist auch ein Make-up-Tutorial. Kann ich gerne mal machen. Ich weiß noch nicht, wie funny das dann ist, weil das ist halt irgendwie nicht so ganz spektakulär. Guck mal, hier ist tatsächlich eine Person dabei, die mich von früher noch kennt. Oh, krass.
Mega cool. Oh, wie cool. Willst du, willst du nicht? Mm-mm. Hm? Ja. Okay. Marina fragt, trinkt oder feiert ihr viel? Also typisches Studi-Life. Sehen wir so aus. Leute, wir sind die weirden YouTube-Kids aus unserem Semester. Nein, aber... Also ich trinke eigentlich gar keinen Alkohol. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Ausnahme gemacht und es bereut. Weil ich... Ich glaube, an dem Abend haben es beide Döner bereut. Ausgespeit habe. Echt? Naja, egal. Grammatic Nancy. Ja, ich muss sagen, ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwo beantwortet. Ich war tatsächlich nie in meinem Leben so eine krasse Partymaus. Ich war immer eher... Also, nein, sagen wir es so. Ab und zu mal eine geile Hausparty. Finde ich geil. So mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Freunden. Leider schon lange nicht mehr auf einer geilen Hausparty. Aber ich bin tatsächlich noch nie so wirklich der Club-Fan gewesen. Also ich weiß nicht, ob ich da irgendwie an die falschen Clubs geraten bin, aber irgendwie war das nie so ganz meins. Und trinken auch tatsächlich nur in Maßen. Also ich würde auch sagen, ich trinke sehr, sehr selten was. Aber ab und zu mal ein Cocktail, das mache ich schon mal. Aber einer reicht auch. Einer reicht bei mir auch, Leute. Wir sprechen leider aus Erfahrung. Bezüglich des Heideparks, warst du schon mal im Heidepark? Mhm. Ich war schon mal im Heidepark, es war richtig geil. Ich würde voll gerne mal wieder gehen. War aber schon 30.000 beim Phantasialand. Bin auch rothaarig und bei mir ist es genauso, Haarfarbe variiert total mit der Jahreszeit. Eigentlich voll cool, oder? Also dann hat man so verschiedene Looks im Semester. Im Jahr, meine ich. Ich denke ja, schon in Semestern. Ich krieg nur hier vorne immer so ein paar blondere Strähnchen. Blondere. Mm. Histoklausur. Mm-hmm. Amboss-Trainer. Amboss-Videos. Beste. Wirklich, Lifesaver. Ja, wirklich. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es noch erinnert, aber habe ich das gevloggt? Ich weiß es gar nicht. Bitte erzähl Fall nicht wieder, wie schlimm es war. Darf ich nicht? Doch. Aber ich fand es noch schlimmer. Also, das war ja richtig. Also, ihr kennt mich ja, ne? Ich bin ja schon ein kleiner Streber. Und, in Histo und in ZNS im dritten Semester blieb mir nichts anderes übrig, als es wirklich Dead Ass Bulimie zu lernen. Und die Amboss-Videos haben mich gerettet, Leute, wirklich gerettet. Was ich auch noch empfehlen kann, ist, sucht euch jemanden raus in eurem Freundeskreis, der gut ist in Histo. Und lasst euch von dem einen Crashkurs geben, weil das habe ich auch gemacht. Meine Schwester hat mir da am Abend vorher richtig, richtig viel noch reingeballert in mein Hirn. Und ja, hat auf jeden Fall geholfen. Und ansonsten, wenn ihr wirklich noch viel Zeit habt, dann investiert die Zeit auch in Histo. Also, falls ihr irgendwie so eine Online-Seite hattet, wie wir das auch hatten, dann guckt euch da noch mal ein bisschen um und übt das Ganze einfach. Und irgendwann kommt das dann auch mit der Zeit. Also jetzt, wo ich Pato habe, muss ich sagen, habe ich gemerkt, dass ich doch gar nicht so schlecht bin in Histo, wie gedacht. So don't worry. Es ist alles nur Übung. Und irgendwann erkennt man das. Also so, wie man halt auch einen Arm erkennt. Aber das ist ja das Ding. Ich finde, das Erkennen ist nicht das Problem. Und deswegen würde ich auch, also für mich zumindest nicht. Mhm. Und deswegen würde ich euch auch raten, schaut euch Altklausuren an und schaut, was bei euch der Fokus ist. Ja. Weil in der Klausur, die du geschrieben hast, war es auf jeden Fall eher so dieses Wissen dahinter. Und dafür, finde ich, muss man die Bilder gar nicht so krass gut erkennen können. Also ich finde, das geht schneller als... Das stimmt. Als das Wissen dahinter. Das stimmt, ja. Eure Pläne für die Semesterferien. Oder wollen wir das überspringen? Das ist vielleicht ein bisschen too depressing. Ich habe keine Semesterferien. Doch. Weil, wenn man im Sommersemester Physikum schreibt, hat man ja 3 Wochen. Ja, 2 Wochen oder so. Ja. Ich denke mich mal darüber aufregen, dass ich durchgefallen bin. Leute, könnt ihr ihr bitte mal sagen, dass sie aufhören soll damit? Ja, ich verbringe den lieben langen Tag damit. Ja, aber ich möchte keine falsche Hoffnung machen. Das ist voll gemein. Machst du doch nicht. Du sagst doch hier nicht, oh yo, ich werde das alles bestehen oder so. Ja. Naja, ich kann euch was Cooles erzählen. Und zwar, ich habe eine Formulatur. Ah! Ihr habt es ja mitbekommen, ne? Das war so ein, oh Leute, ich kann es euch gar nicht sagen. Es war so ein Drama mit meinem Formulaturenplatz. Wirklich, ich glaube, ich muss da nochmal separat ein Video zu machen, weil es war echt nicht mehr nice.
Ja, aber seit letztem Donnerstag habe ich jetzt tatsächlich was fest. Auch was Cooles. Ja, was Cooles. Bei mir in der Heimat. Und ja, ich gehe da zu einem Hausarzt einen Monat lang und von, ich glaube, Anfang August bis Anfang September. Und dann, ja, geht es für mich noch in Urlaub. Allerdings sind meine Mama und ich uns noch nicht so ganz sicher, wohin. Das werden wir dann sehen. Und ihr auch, weil es wird Vlogs geben mit Michi. Michi ist low-key ganz heiß darauf, Vlogs zu drehen. Also freut euch, damit was kommt. Von Eva, Frage an Maxi. Kennt sie das Klinikum in Aschaffenburg? Sagt mir nichts. Warum sollte mir das was sagen? Lass dich jetzt nicht triggern. Ja, aber warum? Keine Ahnung. Alright. Nur Mädels hier, bin ich der einzige Junge. Nee, guck mal, hier ist ein Tim. Nee, das, ja genau, da ist ein Tim. Geht's auf die Medis, Leute, schwieriges Thema. Ich hatte einen Code, aber ich habe ihn weitergegeben, weil erstens dachte ich, okay, 4 Tage Party halte ich im Leben nicht aus. Ich glaube, ich bin schon nach dem ersten Tag so socially drained, dass ich eine Infusion mit sozialer Energie brauche. Und die zweite Sache ist, ich habe da Geburtstag. Und ich habe wahrscheinlich oder in einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit könnte es sein, dass ich da mein Physikum habe, mein mündliches. Und das weiß man ja eben erst 2 Wochen vorher ungefähr. Und da konnte man die Karte halt nicht mehr verkaufen, weil die dieses Jahr personalisiert sind. Deswegen habe ich den Code abgegeben. Lol. witzig, dass die Assistenzärztin aussah wie ich. Aber ich bin es leider nicht. Also I wish, aber I'm not. Maxi wurde auch schon mal für eine Zahnärztin gehalten. Also ganz abhängig ist es nicht. Warum eigentlich Michi? Okay, das haben jetzt ein paar gefragt, wo der Name Michi herkommt. Ihr müsst wissen, in meiner Family, wir haben unfassbar viele Spitznamen. Wirklich, ich glaube, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Und Michi ist einer von denen. Und der hat sich so ein bisschen entwickelt aus den Spitznamen davor. Also generell alle unsere Spitznamen sind irgendwie so evolutionär weiterentwickelte Spitznamen von uralten Spitznamen. Und da kommt Michi tatsächlich auch her. Genau, aber Michi hat auch noch ganz andere Spitznamen, Leute. Ganz andere. Interrail anstatt Medis lieben wir. Würde ich, glaube ich, auch eher machen. No front. Ich habe noch nie Interrail gemacht. Auch gerne mal machen. Ich muss auch sagen, also ich habe da wirklich mit den Medis auch ein bisschen länger drüber nachgedacht, weil so ein bisschen dieser Madfluencer-Hass gerade auf Instagram ja auch echt ein Ding ist, ne? Und da ist dann ja die Warnung an Leuten, die einen kennen könnten, schon ziemlich hoch. Aber eigentlich bin ich dann zum Schluss gekommen, dass ich glaube, dass ich mir keine Sorgen mache. Aber ja, da habe ich mir auf jeden Fall auch drüber Gedanken gemacht. Ja, das stimmt schon. Also mit dem Hass gegen Madfluencer. Ich meine, ich weiß nie genau, inwiefern wir beide als klassische Madfluencer angesehen werden. Weil ich das Gefühl habe, dass es oftmals mehr gegen Instagrammer geht. Was ja, natürlich Leute, genauso uncool so ist, ne? Auch gegen Leute, die nicht so ihr Face zeigen. Also eher so diese richtigen Study-Accounts, sage ich mal. Aber es ist halt trotzdem gar nicht okay. Ist wirklich ein Thema also für sich. Also Memes lieben wir, aber dieser Hass, der teilweise abgeht, ist überhaupt nicht okay. Ja, also da könnten wir auch echt nochmal ein separates Video zu drehen, weil da haben wir uns schon so oft drüber unterhalten. Ja, einfach über diese Entwicklung, da vor allem auf Instagram und diesen Hass und diese Vorurteile dagegen, das ist schon echt irgendwie ein bisschen out of hand. Unsere Lieblings-YouTuber, das finde ich eine coole Frage. Deutsch, Ishtar Isik. Ich liebe Ishtar. Ich bin ein richtiger OG-Fan von Ishtar, weil ich habe die damals schon geguckt, als ich irgendwie 13 war oder so. Also ich habe die schon super lange geguckt. Und Englisch, ich liebe ja Eve Cornwell. Das ist eine britische YouTuberin. Die hat mich nämlich damals mega inspiriert. Also so, wie ich meine Uni-Vlogs drehe und so. Das habe ich mehr oder weniger von ihr, also auch so ein bisschen so gelernt, wenn man das so nennen möchte, weil ich mir genau angeguckt habe, wie schneidet sie ihre Videos und wie ist so der Vibe da drin. Und ja, ich liebe Eve Cornwell. Ansonsten, es gibt so viele, das ist immer dieses Ding, ne, wenn man gefragt wird, dann fällt einem nichts ein. Ja, sonst so. Kann man so 10 Milliarden Leute, ne? Es gibt super viele tolle YouTuber. Ich finde es auch immer voll schade, ne, wenn Leute sagen, so, dass YouTube irgendwie übersättigt ist oder nicht mehr das ist wie früher, weil ich denke mir so. Es ist voll schön, dass es so viel gibt. Ja. Jeder findet was, was er gut findet. Genau. Und vor allem, es gibt so tolle Creator, wirklich. Also ich kann es nochmal wieder betonen. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind alle super. Yes.
Das schreibe ich so. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber das ist eine deutsche YouTuberin. Angepinselt bin ich richtig in love mit. Anna Neubert bin ich richtig in love mit. Was würde ich sonst noch gerne? Uns, obviously. Das stimmt, eigentlich hätte ich mal sagen müssen. Maxi natürlich. Ja, alles gut. Nein, du bist natürlich mein Fan. Aber du bist mein All-Time-Fan. Ja, thank you. Ich muss sagen, aber ansonsten bin ich leider echt auf Trash-TV hängen geblieben. Theresa schreibt, hab dich beim Billie Eilish-Konzert am Dienstag gesehen, aber mich nicht getroffen. Oh mein Gott, Girl. Esther ist so nett. Leute, bitte, bitte, wenn ihr mich seht, bitte sprecht mich unbedingt an. Wirklich, nichts macht mich happier als das, weil ich habe das auch letztens noch zu Maxi gesagt, mir fehlt das manchmal total, dass ich irgendwie nicht so den Austausch immer mit euch habe, außer halt über DMs oder so, aber halt so in real life. Und Leute, ich freue mich jedes Mal einen Ast ab, wenn jemand kommt und mich anspricht, auch wenn ich am Anfang immer ein bisschen awkward bin. Ich auch. Das ist aber einfach so, dass ich dann so immer das nicht checke, dass mich Leute echt irgendwoher kennen. Weil ich finde, es ist halt ganz oft so, dass, also zumindest habe ich das gemerkt, wenn ich angesprochen wurde und vorher schon gemerkt habe, okay, die Person guckt mich an und wenn man da eine Maske auf hat zum Beispiel, dann finde ich es immer so super weird, das zu interpretieren, weil die Person guckt einen an mit einem Gesichtsausdruck, als würde sie einen kennen. Und ich versuche in meinem Kopf, ratter, 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 wer ist das? Weil ich ja auch noch so ein schlechtes Gesichts-Remember-Ding habe. Und dann guckt man sich irgendwie so unangenehm an und dann warte ich immer, okay, kommt jetzt was? Und dann checke ich irgendwann, okay, vielleicht ist es wegen YouTube. Und dann, ich liebe die Gespräche, es ist immer so schön. Letztens bin ich richtig traurig aus der Bib gekommen, weil wegen Physikum. Und dann haben mich drei Mädels vor der Bib angesprochen. Das war so schön, das hat meine Laune so gerettet. War richtig toll. Also, ja. Wir freuen uns da wirklich immer drüber. Ja, wirklich. Und es hat auch gerade jemand gefragt, gibt es Situationen, wo du nicht angesprochen werden möchtest? Finde ich sehr nett erstmal, dass du das fragst. Also sehr respektvoll. Ja. Ich glaube an sich... Doch, ich schon. Ja? Prep-Kurs. Weil ich ganz... Okay. Also, ja. Weil ich weiß, dass meine Dozenten wissen, dass ich YouTube mache und ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es sich stören würde, wenn ich im Kurs angesprochen werden würde. Ist auch, glaube ich, ein- oder zweimal schon passiert. War aber in Ordnung, weil hat niemand gesehen so. Aber ich finde, Inner-Uni-Veranstaltung ist für mich persönlich fehl am Platz. Hm. Ja gut, das kann ich noch. Aber direkt danach, lieben gerne. Also, da kann ich zustimmen. Obwohl ich ja auch jetzt nicht mehr so in dieser Situation bin, weil ich ja noch in meinem eigenen Semester bin. Und die kennen mich ja auch persönlich. Aber an sich, glaube ich, gibt es tatsächlich gar nicht wirklich eine Situation. Also außer ihr seht mich jetzt, wie ich mich krass mit jemandem streite. Aber das passiert eigentlich nicht. Also selbst wenn ihr irgendwie denkt, dass ich mich gerade irgendwie mit wem treffe und ihr wollt da jetzt irgendwie nicht dazwischen gehen, ist wirklich gar kein Problem. Also ich glaube, dass es eigentlich eher eine coole Sache ist. Also ich weiß nie genau, wie es für die Leute ist, die dann immer dabei sind. Aber weil ihr alle immer super cool und einfach super süß seid, glaube ich einfach kaum, dass das für irgendwen ein großes Problem ist. Nee. Deswegen habt keine Scheu und kommt her. Auf jeden Fall. Die meisten Leute, mit denen ich unterwegs bin, kennt ihr eh. Okay, die Frage kam jetzt auch sehr oft. Könnt ihr euch vorstellen, euren Facharzt in der Patho oder Gerichtsmedizin zu machen oder Chirurgie? Da kann ich leider immer noch nur sagen, ich weiß es noch nicht. Ich weiß, ihr wartet, glaube ich, jedes Semester darauf, dass ich irgendwann mal sage, so, yeah, that's it. Und es wird sicherlich irgendwann kommen, aber jetzt gerade, das fünfte Semester ist noch so ein Ding zwischen Vorklinik und Klinik. Es ist noch nicht wirklich so, dass man was richtig kennenlernt. Ich finde Patho super interessant, aber ich glaube, ich könnte es mir nicht vorstellen, den ganzen lieben langen Tag zu machen. Aber du weißt ja auch schon. Die Frage kam auch mega oft und ich weiß, dass sie voll oft unsere Videos kommentiert, deswegen lass sie mal beantworten. Okay. Super. Seid ihr introvertiert oder extravertiert? Soll ich meinen Spruch sagen? Ja. Mein Spruch ist immer, I'm an introverted extrovert. Und das heißt im Prinzip, dass man so irgendwo dazwischen ist. Also ich habe oft den Eindruck, dass man von uns denkt, dass wir super extrovertiert sind. Was ich auch verstehen kann, weil wer postet schon sein Leben online? Ne? Aber, also bin ich ja auch irgendwo. Ja, ich würde auch sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt super schüchtern oder so.
aber ich setze schüchtern oder nicht schüchtern sein, nicht unbedingt nicht, gleich mit extrovertiert sein. Es geht viel mehr ums Chargen. Genau. Und ich, oder wir beide, wir haben ein super krasses Bedürfnis, irgendwie unsere Social Battery aufzuladen. Und ja, ich muss auch sagen, ich kann das auch einfach nicht. Also so die ganze Zeit hintereinander irgendwie was machen und so, das... das ist alles in der Dosis, also wie sagt man, die Dosis noch das Gift oder so? Ja. Also so in der richtigen Dosis finde ich das super. Ich bin sehr gern unter Menschen, aber danach brauche ich dann auch so meine Me-Time. Und ich habe tatsächlich auch wirklich lange auch so mit so Selbstbewusstseins-Issues gestruggelt, wo ich mich überhaupt nicht selbstbewusst oder extrovertiert oder sonst irgendwas gefühlt habe. Deswegen. Ich finde das so sad. Das hast du gar nicht nötig. Nobody does. Nobody does. Und bei dir? Obwohl, du würdest wahrscheinlich... Also, wenn ihr extrovertiert im Sinne von laut, nicht schüchtern, etc., dann... Einer meiner besten Freunde hat mal zu mir gesagt, du bist die schüchternste, nicht schüchterne Person, die ich kenne. Und das ist 100% true. Es gibt Situationen, da sage ich, Esther, kannst du bitte mit dem Kassierer reden? Oder kann irgendjemand außer mir nach der Rechnung fragen, so. Aber auf der anderen Seite bin ich auch die Person, die laut durch die Stadt schreien würde, Penis. Also, ich kann beides, so. Aber wenn es ums Chargen geht, definitiv alleine, beziehungsweise mit meinen Lieblingsmenschen. Yes, das stimmt. Okay. Ein Buchtipp. Roman oder Fantasy? Okay, das habe ich zu spät gelesen. Ich lese keinen Roman und kein Fantasy. Achso. Ich hätte jetzt Psychothriller vorgeschlagen. Das kannst du auch vorschlagen. So. Dann die Auris-Reihe von Sebastian Fitzek, geschrieben von Vincent Cliche. Liebe. Abgöttische Liebe. Wirklich beste Bücher in die Richtung, die ich jemals gelesen habe. Muss ich auch mal lesen. Kann ich dir geben, hab alle. Ich bin tatsächlich gerade dabei, die Game of Thrones Buchreihe zu lesen, weil ich ja ein riesiger Fan von der Serie war und die auch so durchgebinged habe. Und bin jetzt ungefähr bei der Mitte des zweiten Buchs angekommen und kann es wirklich zu 100.000% empfehlen. Also es ist wirklich toll geschrieben, zum Anfang hin auch noch sehr orientiert, oder beziehungsweise die Serie ist sehr orientiert am Buch. Also teilweise sind die Dialoge echt 1:1 gleich. Und ich denke mal, Game of Thrones fällt unter Fantasy. Deswegen hier ein Fantasy-Tipp. Die letzte Staffel DOT, don't do it. Don't do it, Lea. You will regret it. Oh, ach so, ja, nee. Kann man sich sparen. Lieblingslieder zum Mitsingen. High School Musical. Und momentan, Leute, mein Summer-Hit ist das Benzinlied. Das höre ich dauernd. TikTok made me do it. Kennen euch viele Leute aus den anderen Semestern? Das Ding ist, ich kann es doch überhaupt nicht beurteilen. Also ich könnte es ja, wenn dann, nur daran feststellen, wie viele Leute mich ansprechen, aus welchen Semestern. Aber es ist ja eigentlich gar nicht repräsentativ. Monchi, richtiger Ehrenmann oder Ehrenfrau. Was ist das? Das ist doch keine ESL. Achso. Oh, direkt im Kopf, ne? Mhm. Direkt, wenn du es siehst. Oh. Esther hat den Benzintanz gelernt. Ja, Leute, ich habe den Benzintanz tatsächlich gelernt mit meiner Freundin zusammen. Der sieht allerdings noch nicht sehr presentable aus. Sobald er presentable ist, vielleicht poste ich immer auf TikTok oder so, just for fun. Deswegen folgt meinem TikTok. Warte, diese Frage. Fand ich auch gut. Okay, welchen Traum habt ihr begraben und was wäre nötig, um ihn wieder aufleben zu lassen? Oh, Leute, da habe ich letztens tatsächlich auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Ja, ich wollte ganz, ganz lange Schauspielerin werden oder irgendwas im musikalischen Bereich machen. Und habe das dann aus verschiedenen Gründen nicht, ich sag mal, professionell weiterverfolgt. Unter anderem, weil es mir irgendwie auch zu unsicher war und ich halt auch ein großes Interesse an diesem gesundheitlichen Bereich hatte. Aber jetzt, wo die Physikumszeit rum ist und man wieder so das Gefühl hat, der Kopf ist wieder frei für andere Dinge, habe ich mir tatsächlich vorgenommen, mal wieder ein bisschen Musik zu machen, weil ich habe ja glücklicherweise irgendwo doch diesen, ich sag mal, Kindheitstraum erfüllt bekommen durch YouTube. Also für mich fühlt sich das so an, als wäre da schon irgendwie sowas
für mich in Erfüllung gegangen, dank euch natürlich auch. Ja, und durch YouTube hat man natürlich auch eine gewisse Plattform und oder gewisse Möglichkeiten vielleicht, die man vorher nicht hatte. Und das möchte ich irgendwie ganz gerne mehr nutzen. Deswegen, ja, vielleicht kommt mal was in der musikalischen Richtung, aber das weiß ich noch nicht genau, weil ich habe gerade erst wieder angefangen. Es steht auch übrigens alles, falls du nicht findest. Ja, habe ich eben schon gesehen. Ja, das wäre so mein Traum. Mit dem Mikro könnte man, glaube ich, auch gut Podcasts aufnehmen. Ja, das ist auch dieses. Ja. Ja, und bei dir? Ich habe keine Träume. Ja, halt echt. Oh Gott. Also, das Ding ist, alles, was ich mir gewünscht habe, oder alles, was ich mir wünsche, ist Gesundheit. Und als Kind wollte ich immer Ärztin werden, jetzt studiere ich Medizin. Also und ist dein Kindheitstraum auch in Erfüllung. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Und was momentan ein großer Vorsatz von mir ist, ist mein Physikum. Und so ein bisschen changen, wie ich so als Mensch bin. Also meine Habits, meine Dark Sides, sowas. Damit bin ich auch eigentlich everyday beschäftigt. Und das ist so mein Traum, einfach auch einfacher durchs Leben, sage ich mal, gehen zu können. Finde ich sehr schön. Finde ich einen sehr schönen Traum. Thank you. Oh. Alles okay bei mir. Es glaubt einfach nur mein Face-Ausdruck, weil ich die ganze Zeit versuche, parallel eure Nachrichten zu lesen. Und weil wir den ganzen fucking Tag in der fucking heißen Bib gesessen haben und wir ein bisschen fertig sind. Podcast von euch wäre super. Rein theoretisch. Würdet ihr es anhören? So rein in der Theorie? Vielleicht haben wir da auch schon mal drüber geredet. Vielleicht haben wir da auch schon ein bisschen was geplant. Also ihr könnt ja mal sagen, was so eure Vorschläge wären. Genau. Gerne. Also was wäre so euer Dream-Podcast von uns zwei? Theoretisch. Alles theoretisch. Podcast-Tipps. Darf ich? Ich habe das Gefühl, ich laber mal drin. Ach so, ja, rede auf jeden Fall. Also Podcast-Tipps, Mordlust. Ich liebe Mordlust. Und ich habe jetzt einen neuen Podcast. Du musst endlich Verbrechen von nebenan anhören. Glaub mir, das ist so viel besser. Ja, auch Mordlust. Ich mag die nicht. Ja, und genau, Mordlust. Und ich habe jetzt einen neuen angefangen, der heißt Siege der Medizin. Alle, ja. Aha. Oh, Leute, ihr seid so süß. Wenn ihr jetzt noch ein paar Ideen droppt, dann sind wir noch mehr happy. Also, wir wollen jetzt nicht so klingen, als ob wir noch gar keinen Plan haben. Wir haben grob eine Idee. Ja. Mehr wollen wir jetzt hier nicht spoilern. Nee, aber es wäre cool zu wissen, was ihr euch genau wünscht. Genau, weil der Podcast ist natürlich auch für euch, weil so viele Leute mir das schreiben, so mach einen Podcast. Und bisher hat das halt einfach zeitlich überhaupt nicht gepasst. Jetzt, wo ich so ein bisschen in der Klinik angekommen bin und Maxi dann auch so im September dann fertig sein wird mit der Vorklinik, haben wir auf jeden Fall dann mehr Raum dafür. Labervideos. Immer so Big Sister Talks kommt ganz oft. Finde ich tatsächlich auch geil, muss ich sagen. Wärt ihr denn eher so in Richtung, ich sag mal, Lifestyle, also so wie Big Sister Talks, Labervideos, Stories aus unserem Leben? Oder hättet ihr auch gern was in mehr so eine medizinische Richtung? Das könnt ihr uns auch noch machen. Ich hätte am Ende schon zwei Podcasts machen. Ja, ohne Scheiß, habe ich auch gerade gedacht. Oder das andere, was wir überlegt hatten, dann doch auf YouTube. Können wir zusammen producen. Das ist jetzt sag anstrengend, aber genau. Hat auch Bock. Lifestyle, auch Medizin. Eine gute Mischung aus beiden. Das Problem ist bei Podcasts, ich glaube, es wäre uns lieber, wenn wir uns dann schon auf eine Sache fokussieren. Also wenn wir dann sagen, okay, entweder wir machen jetzt Medizin oder halt Labergedöns, weil YouTube bleibt ja natürlich auch, ne? Also das geht ja nicht weg. Genau, deswegen würden wir, glaube ich, nicht eine Kombi machen, oder? Ich glaube, das Problem ist halt, also man muss ja auch immer so ein bisschen schauen, dass man mit seinen Kanälen auch Leute erreicht. Also bei Podcasts geht es jetzt auch nicht primär ums Geld verdienen, weil jeder, der sich mit dem Thema mal so ein bisschen beschäftigt hat, weiß, man kann damit eigentlich, also zumindest in der Größe, in der wir es machen würden, kein Geld verdienen oder nicht wirklich oder nicht so wie YouTube zumindest. Aber natürlich, wenn du jemanden verfolgst, ne, also zum Beispiel wie jetzt mit Verbrechen von nebenan, mit Mordlust, wenn die jetzt plötzlich eine Folge raushauen würden, keine Ahnung, Philipp von Verbrechen von nebenan erzählt ein Big Brother Talk, so. Also ich würde es mir wahrscheinlich schon anhören, weil ich die Person cool finde, aber die meisten Leute sind ja für die Stories und für True Crime da.
Und wenn man das halt eben vermischt, ist das, glaube ich, nicht so gut für den Kanal. Ja. Deswegen wäre es wahrscheinlich schon besser, wenn man sich ein Überthema nimmt. Und eigentlich hatten wir auch abgesprochen, dass wir es ganz cool fänden oder überlegt hatten, wenn es irgendwas ist, wo nicht wir, sage ich mal, als YouTuber. Ja, da kann ich euch kurz was zu erzählen. Das hatte ich auch Maxi gestern noch erzählt. Worüber ich mir auch momentan einfach so viele Gedanken mache, ist halt einfach so die Zukunft auf YouTube. Weil, let's be honest, ihr seid zu 95% hier wegen den Uni-Vlogs. Und ich liebe die Uni-Vlogs, die wird es auch weiterhin geben. Nur irgendwann bin ich fertig mit dem Studium. Irgendwann kann es keine Uni-Vlogs mehr geben. Und YouTube ist mir mittlerweile so ans Herz gewachsen, dass ich ja mir manchmal dann irgendwie Sorgen mache. So, wie geht's denn dann weiter? Genau, und deswegen hatten wir dann halt überlegt, ob es dann vielleicht nicht doch schlau wäre, sich auch ein Standbein irgendwo aufzubauen, ja, wo es sich nicht primär um mich als Person dreht oder um Maxi als Person. Weil dafür haben wir ja unsere genau, unsere Kanäle. Das war so der Gedanke dahinter. Also wir wollen hier auch ganz transparent mit euch sein, ne, dass ihr so irgendwie unseren Gedankengang irgendwie verfolgen könnt und warum wir das überlegt haben, wie wir es überlegt haben. Genau. Okay, wir lesen mal ganz kurz. Hier kommen gerade richtig viele. Mischung, Lifestyle. Genau, Medizin. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen untergegangen. Wir meinten jetzt Medizin nicht unbedingt in Richtung Medizinstudium, weil das, wie ihr richtig sagt, ist ja auch schon auf unseren Video, also in unseren Videos gut vertreten, sondern es geht tatsächlich dann mehr um was Inhaltliches, also was medizinisch-inhaltliches, allerdings für das breite Publikum. Also nicht nur spezifisch für Medizinstudierende, sondern für alle. Das ist so grob die Idee. Also wie gesagt, wir haben da noch mehr so im Hinterkopf, aber ich will jetzt auch nicht, falls wir das dann wirklich machen, jetzt irgendwie die Spannung rausnehmen. Ja. Aber genau, es geht halt nicht ums Medizinstudium, sondern um wirklich inhaltliche Sachen. Und nochmal kurze Ergänzung. Es geht nicht darum, dass wir keine Vlogs mehr machen wollen, wenn wir arbeiten. Aber du kannst halt nicht mit einer Kamera durchs Krankenhaus rennen. Also ja. Wir können nie im Krankenhaus vloggen. Also Krankenhaus-Alltags-Vlogs ist unmachbar. Und ist auch gut so, ehrlich gesagt, weil, also für Datenschutz, für die Patienten, ne, man kann so ein bisschen was simulieren vielleicht, wenn man ja eine Drehgenehmigung hat, aber wirklich Krankenhaus-Vlogs kann man nicht machen. Ja, genau, also nur, dass ihr uns hier nicht falsch versteht. Die Uni-Vlogs, die werden auf jeden Fall bleiben, also solange wir jetzt hier studieren, solange ihr auch alle Lust drauf habt und es sind nach wie vor auch meine Lieblingsvideos, aber man muss manchmal auch noch ein bisschen weiterdenken und ja, darum geht's, mehr oder weniger. Haben wir ein Postfach, wo man uns Kleinigkeiten zukommen lassen kann? Leider nicht. Vielleicht irgendwann mal. Ihr könnt es mir auch nach Hause bringen. hast du da mal drüber nachgedacht, Medizinstudium im Ausland? Ja, habe ich mal. Also mein Plan war tatsächlich, wenn der TMS jetzt richtig scheiße, obwohl, nee, Quatsch, das war schon nach dem TMS. Genau, wenn ich nicht die Zusage bekommen hätte zum Sommersemester 2020, wo ich dann jetzt endlich die Zusage bekommen habe, dann wäre mein nächster Plan tatsächlich gewesen, mich auf den Med.at vorzubereiten in Österreich. Das war so mein Plan C at this point. Ja. Ich hätte alles gemacht. Also, mein Hintern verkauft für den Studienplatz in Bulgarien. Sollen wir das machen? Okay. Das kannst du beantworten. Maxi. Oder beziehungsweise Michi. Ist wie heißt Maxi? Dein Name eigentlich Maximiliane? Leute, ihr müsst wissen, das ist ein Running Gag bei uns. Weil meine Michi, ich habe ihr, also sie kennt ja Maxi auch, ich habe ihr schon 10-mal gesagt, nein, Maxi heißt einfach nur Maxi. Und sie fragt mich jedes Mal,
wie geht's Maximiliane? Und das ist jetzt so ein bisschen Gag geworden. Okay, dann sage ich jetzt auch mal, wie geht's Tordes? Ja, mach das mal. Aber nein, she is a true Maxi Marie. She is. Kurz Niere verkauft. Halt ohne Scheiß. Oh, don't do that. Wie motiviert ihr euch zum Lernen? Ich habe da eine Peitsche. Und dann oh, jetzt SD. No, don't go there. Nein, aber ich glaube schon, dass wir uns gegenseitig ganz gut motivieren. Ja, auf jeden Fall. Aber man muss halt auch manchmal so ein bisschen, also das musste ich leider auch sehr schmerzhaft lernen im Laufe meines Studiums. Es ist halt nicht immer alles nice and pink and glittery and fabulous, sondern manchmal ist es scheißegal, ob du motiviert bist oder nicht. You're just gonna do it. Ja. Das ist halt so. That's true. Und ich muss auch sagen, für mich hat sich mittlerweile einfach so eine Routine entwickelt. Also, dass ich einfach so weiß, so, ich habe jetzt Klausurenphase, ich muss es jetzt machen und Punkt. So, es ist jetzt meine fünfte Klausurenphase at this point und ja, die geht auch wieder vorbei. Also, ich habe jetzt noch 3 Wochen und dann ist das auch schon wieder rum. Also, das ist für mich einfach kein Big Deal mehr. Vor allem jetzt in der Klinik, wo man sich dann auch vielleicht ein bisschen mehr freut, die Sachen zu lernen und wo es nicht halt immer nur dieses ganze Biochemie-Gedönse ist. Ja, obwohl ich damit eigentlich auch nicht so ein Riesenproblem hatte. Weil wie gesagt, Vorklinik fand ich tatsächlich gar nicht so schlimm, wie das alle immer gesagt haben. Hi, Anna! 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 Wie war dein Tag heute? Ich habe auf Insta gesehen, ja, genau, dass du Swim and Run gemacht hast. Ich bin heute 15 Minuten auf dem Laufband gegangen. Das war schon der Anfang meiner Cardio-Geschichte. Oh, Esther, du bist ja klein. Ich übrigens auch. Fühlst du dich manchmal zu klein für das Studium? Oh mein Gott, sag bitte nicht ja, sonst bricht mir das Herz. Leute, es ist scheißegal, wie groß, klein, dick, dünn, sonst was ihr seid. Ihr könnt alles auf dieser Welt machen, was ihr möchtet. Ja, ich glaube, das Einzige, wo ich mir jemals Gedanken gemacht habe, was meine Größe angeht, also aufs Studium bezogen, ist, wie soll ich an den OP-Tisch drankommen? Aber dann habe ich erfahren, dass es da Hocker gibt, tatsächlich. Aber nein, also seriously, ich kenne super viele kleine Frauen, die entweder schon Ärztinnen sind oder halt mit mir studieren. Das ist überhaupt kein Ding. Also es ist, da solltet ihr nicht mal eine Sekunde an Gedanken dran verschwenden. Generell niemals. Also ich hatte auch wirklich sehr lange, fast schon Komplexe. Es tut mir so leid, ich wünschte, ich hätte dich da schon gekannt. Ne? Ich hätte dich so aufgebaut. Ja, also das war halt auch so in der awkward Teenie-Zeit, ne? Also wo man halt, ja, wo man einfach super selbstkritisch ist mit sich selber. Und damals wurde es mir auch wirklich ständig unter die Nase gerieben, wie klein ich doch sei. Ja. Das ist halt auch so etwas, wo ich mir so denke, ja, stell mal vor, das würde man zu einer übergewichtigen Person sagen, ne? Und immer wieder herauspointen, wie übergewichtig die Person ist. So, also generell alles, was so Körpereigenschaften angeht, die man nicht ändern kann, das ist halt einfach blöd, auch wenn es dann manchmal lieb gemeint ist, so nach dem Motto, du bist ja klein und süß, ist halt nicht so cool, wenn man dann irgendwann 20 ist und man auch mal ernster genommen werden will. Ich nehme dich ernst, obwohl ich dich klein und süß fände. I know. Man kann ja auch beides sein. Mhm. Miranda Bailey Zeitung. Ist so. Welche Sprachen spricht denn noch? Französisch Grundkenntnisse. Also so richtig, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, spreche ich nur Englisch, ja. Also Französisch konnte ich mal recht gut, weil ich tatsächlich auch bis zum Abi hatte. Aber mittlerweile ist es leider alles weg. Oh, der Kommentar ist voll süß. Danke, mega. Vanessa. Das ist mega süß. Esther, wie oft musst du beim Alk kaufen noch deinen Ausweis zeigen? Wenn wir mal kaufen würden? Nee, aber tatsächlich hat sich das irgendwie so seit 1,5 Jahren ungefähr gelegt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal meinen Ausweis zeigen musste. Das war aber ganz, ganz, ganz lange ein Problem. Also es war wie, als ob so ein Schalter umgelegt wurde. Also wirklich bis, ich würde sagen,
22 ungefähr, musste ich jedes fucking Mal, selbst wenn ich... Musst du meinen nicht mal mit 13 zeigen. Aber bei dir ist auch so, du sahst schon immer so aus. Du bist selbst so irgendwie aus dem Uterus rausgekrabbelt. Ja, ja, und bei mir, das war echt ein Krampf. Also selbst bei Bier, das ab 16 ist. Ja. Ich glaube, wir haben noch nie am Studium gezweifelt. Nee, ich würde auch nicht sagen, dass ich am Studium gezweifelt habe. Ich habe definitiv mir Gedanken gemacht über einige Sachen, auch zum Beispiel, was spätere Arbeitsverhältnisse angeht und so weiter und was ich da für mich möchte oder auch nicht möchte. Aber ich habe niemals am Fach selber gezweifelt, muss ich sagen. Ich nicht mal an ersterem. Ich bin so ein unweitsichtiger Mensch. Irgendwie, Leute, im Leben geht es immer weiter. Wollen wir jetzt eigentlich mal fragen, ob wir ein Spiel spielen wollen? Okay. Was sollen wir eigentlich? Esther hat gesagt, wir sollen fragen, ob wir ein Spiel spielen wollen. Ja. Nein, also das hatten wir, glaube ich, ja schon mal gemacht. Und ja, ich dachte, dass es irgendwie vielleicht eine ganz lustige Idee ist. Also irgendwas in Richtung, wer würde eher oder wie heißt das andere nochmal? Dieses Would You Rather? Würdest du eher so, ja, das und das? Eher... Hättet ihr da Lust drauf oder sollen wir lieber weiter Fragen beantworten? Können wir auch gerne. Ihr könnt auch sonst noch Vorschläge machen, ne? Genau, also könnt auch bei oder Pflicht vorschlagen, eventuell. Nein, das bitte nicht. Ich habe noch nie, ist auch gut. Das ist meine DB-Quote. Irgendwie geht es in meinem Leben. Never have I ever. Zu Jolina, ja, zu Jolina, also wir haben ab und zu mal Kontakt, es ist tatsächlich nicht so, dass wir jetzt durchgehend Kontakt haben, aber sie ist mehr so eine Freundin, wir reden dann manchmal ein paar Monate nicht, aber wenn wir dann wieder reden, ist es genauso wie vorher, also es ist eigentlich ganz schön, ich mag das auch. Ja. Say it or shot. Nee, Leute, heute nicht. Kiss Mary Kill finde ich tatsächlich auch nicht so witzig. Also einfach nur, weil ich möchte, also Männer in einer abgewandelten Form, aber nicht. Ja, ja. So. Also wir könnten entweder Never Have I Ever, das finde ich eigentlich auch gut. Aber das ist das nicht eigentlich auch so ein Shot-Spiel, ein Trinkspiel? Ich habe keine Geschwister, nein. Die Lichterkette ist von Amazon. 10 Euro. Wir wollen nicht wissen, wo das produziert wurde. Das ist richtig hilarious, aber dann machen wir uns mega zum Affen. Ja, und vor allem, dann müssten wir auch ein bisschen aufstehen. Wir haben nicht so Would you rather? Dann lass einfach Would you rather machen, wenn ihr dafür seid. Also, hit us. Dum, 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 dum. Medikaditis, ich habe deinen Kommentar heute gesehen unter meinem Video. Ich schneide mit Final Cut und fange auf jeden Fall an mit Vlogs. Hätte mega Bock drauf. Ich abonniere dich auch direkt. Okay. Würdest du eher einen Gruppenraum in der Bib oder einen Einzelplatz, sollen wir zusammen sagen? Einzelplatz mit dir oder Einzelplatz mit irgendwem? Einzelplatz. Ach so, ja. Ach so. Dann wahrscheinlich mit uns, oder? Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Gruppenraum! Wir sind immer im Gruppenraum, auch wenn der echt ziemlich heiß ist. Ja, und laut, aber ja. We stick together. Ja. Und die Plätze sind einfach viel bequemer. Das ganze Studium neu anfangen oder ein neues wählen? Ganzes Studium neu anfangen, gar keine Frage. Ja, würde ich tatsächlich auch machen. Vor allem, warte, das ganze wenn Studium wir die jetzigen anfangen, Erfahrungen mitnehmen könnten, das genau, wäre richtig geil. Ich auch gerade sagen, mit meinem jetzigen Wissen... Boah, dann würde ich das rasieren. Bezüglich der Frage mit dem Abischnitt, ich lese jetzt schon zum 3000. Mal. Geht bitte einfach auf unseren Kanal und guckt in die Infobox. Es steht wirklich überall, überall, überall. Basic Effort. Aha, die Siri geht wieder an. Ich dachte immer, Maxi wäre Esther's Schwester. I wish. Bist du da? Okay. Didi, Dodo und? Dodo.
Eher für immer High School Musical 1 oder Harry Potter schauen? Harry Potter. Also nichts schlägt Harry Potter für mich. Nichts. Mit YouTube oder mit dem Studium aufhören? Easy one. For me. Dürfte man denn noch Instagram machen und TikTok und so? Also für mich wäre es auf jeden Fall mit YouTube aufhören. Ja, ich meine, für mich wahrscheinlich auch. Oh, hier, das ist für dich, Maxi. Bei Temptation Island oder Bachelor mitmachen? Wenn ich Single wäre? Nee, Temptation Island, das kann man auch nicht vergleichen, Leute. Temptation Island ist nur in einer Beziehung. Und, Bachelor nicht. Aber im Bachelor würde ich im Leben nicht mitmachen. Das finde ich richtig, also, ne. Ich finde es auch kein geiles Format. Temptation Island würde ich tatsächlich super gerne machen. Ich hoffe, mein Freund guckt mich zu, weil der nämlich nicht. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, es wäre die absolut langweiligste Show des Lebens. Ich würde safe null Sendezeit bekommen und mein Freund erst recht nicht. Und ich glaube, wir würden nach 2 Wochen eingehen, weil man weder Bücher mitnehmen kann noch irgendwas anderes. Und ich glaube, mit gehaltvollen Gesprächen haben sie das tatsächlich auch nicht so. Aber ich hätte schon mal Bock auf TV und Reality. Ich habe auch schon mal zu Esther gesagt, lass mal Couple Challenge machen. So Bock drauf. Ja, also RTL, oder läuft es auf RTL? Mhm. Schreibt uns. Ich glaube, da bewirbt man sich. Echt? Ja, können wir auch mal machen. Ich muss sagen, ich wäre vielleicht gerne mal die Bachelorette, dass ich das aussuchen kann. You know? Ich wäre lieber bei Princess Charming. Ja. Oder wenn Bachelor so wäre wie Princess Charming. Sieht das jetzt hier? Ups. Upsi Daisy. Seid ihr beide in einer... Ach nee, wir machen ja gar keine Fragen mehr. Aber nein, also ich nicht. Ich versuche sie ja immer mit meinem Freund zu verkuppeln. Ja, haben wir das jemals erzählt? Maxi, wirklich, das ist ein Thing geworden. Sie versucht konstant, sowohl mich als auch Torge... Ich habe schon richtig oft gesagt, was der Tor gehört hat. Oh mein Gott. Ich hatte gerade mal ganz so richtig Schock. Ich habe gerade so richtig erst. Ich frage ihn kurz, um jetzt zu gucken. Aha. Hilarious. Okay, nein, also sie hat schon voll auf mich und Torge gefragt. Ob wir nicht zusammen sein wollen oder ob wir nicht zu dritt irgendwie zusammen sein wollen. Und ich war so, nein! Und Talk auch immer, nein! Aber, ja. Das Ding ist halt, mein Freund ist der beste Freund der Welt. Und Esther ist die beste Freundin der Welt. Und die beiden sind sich so ähnlich. Ja, aber das würde nicht funktionieren. Stell dir mal vor, wir würden beide die ganze Zeit so sein, wie wir sind. Wir brauchen geil. Wir brauchen so einen anderen Pol wie dich. Doch! Nee. Ich glaube, ich bin für Torge zu klein. Bin literally halb so groß wie er. Das stimmt tatsächlich. Torge ist riesig. Ja, aber Torge und ich, wir gucken bald High School Musical zusammen. Habe ich gehört. Und ich werde mich sowas von absetzen. Ja, ich weiß auch wohin. Okay. Wer würde eher Biochemie studieren? Wahrscheinlich ich, ne? Ich würde schon gerne. Also, es könnte passieren, dass ich von der Brücke springe, eine, von der man nicht stirbt, sondern eher so ins Wasser, einfach nur so für das Gefühl. Aber ich würde es wohl auch machen. Fresh Talk? Oh ja, ihr habt es erkannt. Die beste Freundin. Fiona, du bist und bleibst die beste Freundin der Welt. Ich meinte einfach beste Freundin im Sinne von die beste Freundin, die man sich als Freundin vorstellen kann. Also als feste Freundin. Ach so. Nicht als beste Freundin. Doch, auch als beste Freundin, aber ich kann Fiona nicht vernachlässigen. Ja, ich weiß. Also Fiona, falls es dich glücklich macht, ich unterteile meine besten Freunde einfach in beste Heimatfreundin und beste Unifreundin. Sodass sozusagen beide beste Freunde sind, nur halt aus unterschiedlichen Kreisen. Und Fiona, wir erlauben hier keine Jokes, wir nehmen das alles sehr ernst. Yes. Hat Maxi eine offene Beziehung? Naja, so abwegig wäre das für Maxi wahrscheinlich gar nicht, aber für Torge schon. Aber das klingt jetzt so, als würde ich was mit irgendwem haben wollen. Das ist nein, gar nicht. Nein, das war jetzt nicht so gemeint. Aber nur ihr weil seid einfach anders von
Also ich liebe ihn über alles so. Ja. Und er ist der, er ist mein Partner für den Rest meines Lebens und das weiß ich. Und, das, ja. Und ich weiß, dass nichts in der Welt, egal was, jemals dazwischen kommen könnte. Ich bin mir da so sacksicher. Würdet ihr bei Seven vs. Wild mitmachen? Direkt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Leute, ich muss hier weg. Als ob du das nicht geguckt hast. Fritz Meinecke. Ich bin so ein Fritz Meinecke-Fan. Mhm. Ich zeig's dir nachher. Talk. Ja, Leute, ich bin mit Fresh Torge zusammen. Der ist auch fresh. Wer würde eher alleine wohnen? Ich glaube, wir beide, oder? Ja. Grüßt mal die Lara. Sie ist euer größter Fan. Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Wer würde eher beim Dschungelcamp mitmachen? Ja, du, ne? Ja. Du würdest wahrscheinlich freiwillig mitmachen. Ja. Würdet ihr euch eher euch eine Kurzhaarfrisur schneiden lassen oder nie wieder Make-up benutzen? Nie wieder Make-up. Nie wieder. Nee, Kurzhaarfrisur. Ich habe so eine PTBS von meiner Chemo. Safe nie wieder Make-up. Okay, das kann ich verstehen. Könnt ihr mal Nick schminken? Könnt ihr euch mal von Nick schminken lassen? Boah, das ist eine richtig das gute Idee. Das ist echt eine gute Idee. Boah, ja, du hast es drauf. Ne? Ich glaube, ich muss dich irgendwie mal einstellen als Creative Director. Okay, irgendwie, ich weiß nicht, ist mein Laptop gerade Schrott? Warum? Schreibt keiner mehr. Hey, doch, da kommt doch was. Okay. Oh, mir ist das ganz heiß vom Lachen. Man kennt's. Hab sie letztens in der Mensa gesehen und hatte einen Little Fangirl-Moment. Nee, Nick. Ihr müsst Nick unbedingt ansprechen, ja. Leute. Der freut sich unnormal. Ja, der freut sich, nee, nicht mehr als wir, aber genauso der, viel. Ja, mindestens. Ja. Nick, bester Mann. Ich schwöre. Wer würde eher Netflix oder Trash für ein Jahr aufgeben? Ich wahrscheinlich. Ne. Ich fände es auch schwer, aber ich glaube so im Vergleich wahrscheinlich eher ich. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also Netflix kein Ding, aber Trash-TV im Leben nicht. Und sorry wegen meinem Handy. Ich schreibe nur meinem Boyfriend, weil ich es lustig fände, dass wir hier gerade darüber geredet haben. Zahnarzt oder Frauenarzt, was ist schlimmer? Eins, zwei, drei. Zahnarzt. Definitiv. Frauenarzt finde ich gar nicht schlimm, muss ich ehrlich sagen. Schlimmstes Vorklinikfach. Eins, zwei, drei, Chemie. Ich kann gar nicht so schnell entscheiden, aber... Ja, ich würde tatsächlich sogar sagen Physik. Nee, ich fand Chemie schlimmer. Da habe ich mehr Traumata von erlitten. Wer würde eher eine Schönheits-OP machen? Eins, zwei, drei. Du. Ich. Ja. Ich glaube aber eigentlich würden wir das beide nicht machen, oder? Nee, seitdem ich so mehr Ahnung von Medizin habe, auf jeden Fall nicht. Und ich habe halt auch kein Big Issue, das ich fixen müsste. Würde Esther bei DSDS mitmachen? Leute, DSDS nein. Leute, das Ding ist, wenn Dieter ein schlechtes Wort zu dir sagen würde. Würde Maxi da reingestormt kommen und dann... Obwohl, Dieter ist ja gar nicht mehr dabei. Echt nicht? Nee. Aber ich kann euch eine kurze Story erzählen. Mein Getränk hin. Ich geh mal kurz mein Getränk holen. Oh, kannst du mein Eid geben? Ja. Dankeschön. Ja, dann kurze Storytime. Und zwar, wie ich euch ja eben erzählt habe, ne, ich war sehr into Schauspielerei und Musik. Und als ich 13 war, habe ich gedacht, jetzt ist die Zeit reif. Jetzt musst du auf die große Bühne. Und dann haben meine Schwester und ich uns tatsächlich beim Supertalent beworben. Aber wir haben dann das nie weiter verfolgt. Also wir hatten nur diese Form ausgefüllt. Und das war's. Mehr haben wir nicht gemacht. Und hast wir wollten. Abgeschickt? Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob wir es abgeschickt haben oder nicht, aber es ging auf jeden Fall nicht weiter als das. Und ihr könnt ja mal raten, was wir da machen wollten. Esther kommt bestimmt noch durch bei The Voice Kids.
That's actually hilarious. Irgendwie ist hier dieses Mango-Maracuja-Ding ist nicht ganz so geil wie das Pfirsich. Für immer viel Geld oder für immer eine glückliche Beziehung. Easy one. Für immer eine glückliche Beziehung, definitiv. Bei welcher Netflix-Serie würdet ihr gerne mitspielen wollen? Gibt viele. Auf der einen Seite finde ich es cool, mal bei sowas Historischem mitzumachen, also mit so richtig geilen Requisiten und geilen Kostümen, also sowas wie bei The Crown würde ich vielleicht ganz gerne mitspielen. Aber ich fände auch cool, irgendwie sowas Abgespacederes, wie bei Dark oder so. Könnte ich mich gar nicht entscheiden, to be honest. Auf jeden Fall nicht bei Grey's Anatomy, Leute. Ich würde bei gar nichts mitspielen wollen, ehrlich gesagt. Ich schon. Bei allem mitspielen. Warte, schon mal in Bremen. Ja, ich war letztens in Bremen. Ich auch schon ganz oft. Hat mir sehr gut gefallen, by the way. Maxi könnte ich mir voll in Bridgerton vorstellen. Echt? Ich habe eine Folge geguckt, fand es mega scheiße. Ja, ich muss sagen, ich war auch nicht so der krasse Bridgerton-Fan. Aber da ist noch was meiner Suppe unten drin. Okay. Ich dachte nur, die Tüte ist mega laut. Mhm. Bestes Trash-Format. Easy One, Temptation Island. Also ich fand tatsächlich, glaube ich, Bachelor in Paradise besser oder sowas. Warte mal. Nee. Back to the beginning. Bestes Trash-Format für mich ist Keeping Up with the Kardashians. Ja. Und Real Housewives of Beverly Hills. Ich stehe ja mehr auf den amerikanischen Trash, muss ich ehrlich sagen. Wir beide immer so. Wer würde eher die Haare blond färben? Du. Nein. Hä? Ich würde niemals wieder meine Haare färben. Ja, aber auch nicht. Aber eher als ich, weil ich habe Angst, dass ich dann drauf umfalle. Warte mal, wollen wir vielleicht das einfach hier reintun? Okay, geh. In meiner FAQ steht, ich bin im vierten Semester. Ja, ich weiß, Leute, ich muss das mal umändern. Weil ich bin auch irgendwie total dumm. Man kann das eigentlich im YouTube-Studio so machen, dass das sozusagen unter jedem Video immer gleich erscheint. Echt? Ja. Und das habe ich irgendwie noch nicht umgestellt, weil ich zu faul war. Und deswegen mache ich das jedes Mal immer neu, dass ich das nochmal neu ändern muss. Was eigentlich im Endeffekt viel mehr Arbeit ist, als es einfach einmal zu ändern. Wer würde sich eher in eine Prügelei verstricken? Drei. Oh, ja. Echt. Ja. Aber ich glaube eher, wenn es zum Beispiel. Aber nicht meinetwegen. Ja, genau, meinetwegen. Ja. Shoutout an Fiona. Die. You know. Wer würde eher an der Uni als Prof bleiben? Eins, zwei, drei. Ich so. Maximiliane. Boah, die machen so fucking süchtig. Maxi gewinnt jeden Fight. Und Scheiß. Ich kann mich noch richtig dran erinnern. Im ersten Semester, Leute, da hatte ich teilweise richtige Ängste, weil mein YouTube-Kanal. Oh Mann, mir steckt gerade echt was in der Röhre. Okay. Weil mein YouTube-Kanal ist da ja relativ schnell gewachsen auf einmal. Und ich kannte mich nicht aus damit. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll, um ehrlich zu sein. Und ich weiß noch, wie ich dich damals immer vollgeheult habe. Was, wenn die Leute mich nicht mögen aus meinem Semester? Ich so. Und was? Genau, und sie dann so. Und da musste ich gerade dran denken, wegen der Prügelei. Da meintest du nämlich immer so, ich box die weg. Und das fand ich immer so total funny, wie du das gesagt hast. Dann habe ich mich wirklich besser gefühlt. Nicht, weil ich Gewalt verherrlichen möchte, aber weil ich mir einfach. Ich hätte die auch nicht körperlich beschlagen, aber ich würde jede Person, von der man weiß,
dass sie einen irgendwie hatet oder so. Ich würde immer zu der hingehen, dead ass ins Face fragen, was ist dein Problem? Ich bewundere das so dermaßen. Ich kann das gar nicht. Also ich bin irgendwie dann, irgendwie vorher und nachher fallen mir dann die geilsten Argumente und die geilsten Sprüche ein. Aber in der Situation selber bin ich so richtig so. Dankeschön, dass ich eloquent wirke. Das ist aber auch ein schönes Kompliment. Lieber Gummibärchen oder Chips? Chips. Schokolade. Ja. Boah, aber die Chips sind echt derbesüchtig. Hilfe. Wir essen irgendwelche Chio-Chips. Ich hab schon Bock auf Schokolade. Jetzt kommt mein Appetit gerade zurück. Ich sehe mich richtig in Esther, aber könnte was von Maxi gebrauchen. Safe. Ich könnte was von euch gebrauchen. So eine Scheibe abschneiden. Oh, ich bin doch deine Scheibe. Meine geile Scheibe. Auf jeden Fall, wir sagen auch immer, wenn wir ein Kind zusammen hätten, das wäre so das perfekte Kind. Ja, sage ich auch immer zu Torge. Seht ihr? Seht ihr? They are meant for each other. Nee, weil Torge und ich, wir würden ein Kind haben, was irgendwie so ein Todesstreber wäre. Ja, so ein, aber ein glücklicher so, Streber. Nee, aber sich so immer so todesviele Gedanken machen würde. Aber weißt du, Torge macht sich nicht viele Gedanken. Nicht? Okay. Er ist einfach so naturally amazing. Das ist eine Hautkrankheit hier. Wie diese, wer ist das nochmal? Diese Schmetterlingskrankheit. Da hat doch keiner gehört. Aber das hat keiner gehört. Torge, Fresh Torge von YouTube. Ihr Freund. Dann fragt jemand, ob wir den USMLE machen würden. Ich würde niemals in Amerika arbeiten. Ja, das ist halt das amerikanische Staatsexamen für Medizin, falls jemand das nicht wusste. Ich muss auch sagen, ich würde auch nicht in Amerika arbeiten oder leben wollen. Ausland generell, zumindest für eine gewisse Zeit, könnte ich mir schon mal vorstellen. Also ich bin ja großer England-Fan. Und Formulatur oder PJ oder vielleicht auch ein Teil der Assistenzarztzeit könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja. Esther, das mit der Schlagfertigkeit und mit der Zeit war bei mir auch so. Ja, ich muss sagen, im Krankenhaus fällt mir das gar nicht so schwer mit der Schlagfertigkeit. Das ist mehr so unter Gleichaltrigen. Oh, das kannst du beantworten. Was hat euer Lernen zum Positiven beeinflusst? Also Schlaf, bestimmte Ernährung, Sport. Weil du bist ja gerade eh so in der, Esther. In der Routine. Und Torge. Mann! Aber es ist so. Ja, aber du sollst doch mal erzählen, du machst doch momentan okay. Viel. Also, Leute. Ich weiß, es ist ein leidiges Thema auf Social Media, aber do your Ankies. Es ist nichts besser zum Lernen als Spaced Repetition und Active Recall. Und ihr habt beides mit Anki. Ihr braucht euch nicht die 30€ App runterladen, wenn ihr ein iPhone habt oder ein iPad oder so, sondern ihr könnt die auch über den Browser machen. Am Computer sind die umsonst, die App. Oder ja, das ist eine App. Erstellt die Karteikarten zusammen mit Freunden. Fragt eure Freunde, ob ihr deren bekommen könnt. Und arbeitet die einfach durch. Es ist wirklich das Beste. Es nutzt eure Zeit am effektivsten. Und ihr könnt von mir aus auch was anderes machen. Ihr könnt Notion machen. Ihr könnt euch Karteikarten schreiben, wenn ihr Spaß dran habt. Das ist egal. Aber macht Active Recall und Spaced Repetition. Beste, dann ansonsten ausgewogene vegane Ernährung kann ich empfehlen. Und Freunde, die euch motivieren. Sucht euch Leute, die euch hochziehen und niemanden, der euch runterzieht. Und das ist egal, ob das irgendein Toxic-Ass, weiß ich nicht was, Boyfriend, Girlfriend, whatever ist, sondern guckt wirklich, dass ihr Leute in eurem Umfeld habt, die ihr als Vorbilder seht und die euch motivieren. Ja, und ansonsten, also ich kann definitiv auch Sport empfehlen. Also ja, das auch. Ich habe wirklich das Gefühl, dass mir das am meisten hilft, den Kopf irgendwie frei zu bekommen. Ja, und ich merke auch so, also jetzt momentan sind wir beide auch wieder mehr so im Fitness-Game drin. Und ich merke einfach, wie ich allgemein in meinem Leben ausgeglichener bin. Und das wirkt sich natürlich auch positiv auf das Lernverhalten aus. Genau, ja.
Und das ist richtig funny, wenn Torge so einen Insta-Account erstellen würde, wo er sich so Fresh Torge. Aber es gibt ja einen YouTuber, der heißt Fresh Torge. Ja, yeah, I know. Ach so. Aber halt deswegen, ja. Mhm. Es ist so Fresh Torge 2.0 oder Maxis Fresh Torge. Da kam eben noch eine Frage zum Selbstbewusstsein. Wo ist die? Lieber weiter oben irgendwie, dass ich Tipps geben soll für mehr Selbstbewusstsein. Das Ding ist, Leute, wenn ihr zum Beispiel meinen Freund fragt, er wird euch nicht sagen, dass er findet, ich bin die selbstbewussteste Person der Welt. Ich glaube, durchs Internet und dadurch, dass ich generell rede, wie ich rede, kommt es oft so rüber, als wäre ich sehr, sehr selbstbewusst. Und ich würde schon sagen, dass ich ein gesundes Verhältnis inzwischen habe zu mir und allem Möglichen. Aber, keine Ahnung, also viel kommt leider, Glück im Unglück mäßig, durch meine Erkrankung, weil ich einfach gelernt habe, mein Körper, der jeden Tag mir ermöglicht, durch die Welt zu gehen, mein Gehirn, das mir jeden Tag ermöglicht, mich überhaupt zu bewegen, meinen ganzen Körper reguliert, etc., so, das ist unglaublich viel wert. Und ich bin nicht dumm, weil ich durch eine Klausur falle. Ich bin nicht hässlich, weil ich ein bisschen zu dick bin. Ich bin nicht, keine Ahnung, hässlich wegen Stretchmarks oder weiß ich nicht, weil ich nicht gut genug geschminkt bin oder weil meine Augenbrauen zu kurz sind. So, es ist scheißegal, wirklich. Das, was zählt, ist einfach, dass ihr dankbar dafür seid, dass ihr lebt, dass ihr euren Körper habt, wie er ist, so, und euch nicht immer irgendwie an solchen belanglosen Sachen wie eine Scheißklausur oder irgendeinem Typen oder irgendeinem Girl oder so euren Wert definiert, weil das wird dem überhaupt nicht gerecht. Ja, finde ich auch. Und leider, also besonders in jungen Jahren, ne, wo man einfach vielleicht auch nicht so viel Erfahrung hat und wo es auch normal ist, dass man so seine Unsicherheiten hat, oftmals lernt man das erst, wenn das Schicksal einen so richtig einen reinwirkt. Und so. Maxi und ich, wir haben beide Sachen erlebt, die wirklich sehr einschneidend waren in unseren, ja, in unserem Lebensweg und auch in unseren Denkweisen. Und ja, ich würde sagen, dass es auch daher definitiv kommt. Deswegen, ich meine, du hast das sehr, sehr, sehr gut gesagt. Dankeschön. Oh, wie süß. Oh, Vanessa, mega lieb. Thank you. Very sweet. Keine Ahnung, ob hier Pride Flags hängen, aber ich muss auch sagen, finde ich auch ein schwieriges Thema, weil nur weil du eine Flagge aufhängst, so, I don't know. Lerne gerade Histo. Mm. Können wir auch mal einen Livestream so Histo lernen. With Maxi and Essen. Leute, schreibt mal wieder mehr. Wollen euch nicht pressuren, aber so, wollen mehr. Wir. Mehr. Boah, Lea, ne? Findet ihr, Influencer sollten mehr zu aktuellen politischen Themen sagen? Nein. Politfluencer? Ja. Aber ich persönlich überhaupt nicht, weil, also, das Letzte, was ich möchte, ist eine politische Meinung beeinflussen. Und dafür habe ich auch ehrlich gesagt zu wenig Ahnung von dem Thema. Genauso wie ich nicht über Aktien reden würde oder so. Ja, ich glaube, das ist halt so das Ding. Also, jemand oder Influencer, die super informiert sind oder die vielleicht auch in der Richtung irgendwie ein Studium oder eine Ausbildung oder so haben, finde ich tatsächlich sehr gut, wenn man zum Beispiel so einfach, also nicht in Richtung Beeinflussung, aber mehr in Richtung Aufklärung betreibt. Das finde ich sehr gut, weil eben Influencer mittlerweile diejenigen sind, die besonders die jungen Leute erreichen. Und ich finde, es ist nie schlecht, junge Leute für politische Themen zu begeistern. Wenn es jetzt auf mich bezogen ist, würde ich tatsächlich auch sagen, dass ich mich überhaupt nicht qualifiziert genug fühle. Ich hatte auch total Angst, dass bei uns so als Lifestyle-Bloggern, sage ich mal, Leute auf die Idee kommen, dadurch, dass sie uns kennen und uns cool finden, das Gleiche zu wählen, wie wir wählen würden. Ja, man muss immer überlegen, so, was man für einen potenziellen Einfluss hat. Besonders richtig große Influencer, ne? Und schwieriges Thema. Richtung Rezo oder TJ. Also ich wirklich absolut überhaupt nicht. Es gibt so viele Dinge, wo man sich informieren kann. Es wird so viel Arbeit geleistet. Ich finde, Influencer is not the place.
Kommt halt drauf an, ne? Ja, also wenn es dein Ding ist, so. Es ist halt für uns nicht unser Ding. Aber ja, genau. Aber jetzt auch, wenn ich an Influencer denke, denke ich nicht an Leute, die aufklären über Politik, sondern wenn ich an Influencer denke. Aber der Dings, wie heißt er nochmal, Mr. Wissen to Go? Ich finde, der hat das bisher immer. Aber das ist für mich kein, also nicht dieses klassische Ding von Influencer. Ja, aber er ist schon auch, er ist ein Content Creator. Ja. Ja, muss man schon sagen. Und ich finde, der hat das immer sehr neutral und aufklärend dargestellt. Also ich finde es überhaupt nicht schlecht. Esther, wie war das bei dir ein paar Tage vor dem TMS-Ergebnis? Ich habe so Angst und kann an nichts anderes denken. Das Ergebnis kommt am Donnerstag. Oh boy, ich weiß, wie du dich fühlst, wirklich. Also ich bin auch todesabgedreht davor, weil ich damals unglaublich viel Bedeutung in dieses eine Ergebnis gelegt habe, was auch im Nachhinein überhaupt nicht gesund war. Was man auch nicht tun sollte, weil Max jetzt eben schon richtig gut gesagt, dieses eine Ergebnis, das repräsentiert, wenn überhaupt, eure Tagesform an dem Tag und euer Glück. Ihr müsst euch mal vorstellen, dein TMS war nicht der krank beste der Welt. Nee. So, jeder, der das Video gesehen hat, weiß es wahrscheinlich. Aber ich weiß, wie gut du im Studium performst. Und das meine ich nicht mal unbedingt in deinen Klausurergebnissen, sondern ich weiß einfach, dass du richtig gut bist in dem, was du tust, dass du darin richtig aufgehst, dass es richtig dein Ding ist. Und wenn man sich jetzt überlegt, so, das matcht ja gar nicht. Und das zeigt dir nochmal viel mehr, dass an dem Ergebnis, es geht da wirklich nur um eine Zulassung. Ne? Es geht nicht um, ja, wie gut werdet ihr als Arzt sein oder so. Ja, und gar nicht. Wirklich, es führen viele Wege nach Rom. Und mit Rom meine ich nicht unbedingt nur das Medizinstudium. Weil ich glaube sehr wohl, dass für die allermeisten Menschen es nicht nur immer den einen richtigen Weg im Leben gibt. Genauso wie es wahrscheinlich nicht nur den einen richtigen Partner gibt. So. Und ich glaube, dass du oder ihr alle da draußen, die jetzt irgendwie auf das TMS-Ergebnis warten, ihr alle werdet irgendwie euren Weg machen und ja, irgendwo hinkommen, wo ihr am Ende zufrieden seid. Und ich meine, bei mir hat es auch wirklich lange gedauert. Ich war auch zeitweise wirklich überhaupt nicht zufrieden mit meinem Leben, also gar nicht, und fühlte mich überhaupt nicht angekommen. Und jetzt sitze ich hier und ja, ich bin ein bisschen älter, wie das ja manche Leute auch immer dann schön irgendwie outpointen, aber ich bin wirklich fucking happy mit meinem Leben. Und das ist die Hauptsache, das ist das, worauf es ankommt. Und das wird euch auch so gehen. Ne? Deswegen versucht es ein bisschen mit ein bisschen mehr Gelassenheit zu sehen, ein bisschen durchatmen, das wird schon alles. Egal, was da jetzt bei rauskommt, es definiert euch nicht. Überhaupt es definiert, nicht, ob ihr Glück oder Pech hattet. So. Und das, ja, ist bei Gott echt nicht das, was euch ausmacht. Hier hat gerade eine Person bezüglich meiner Krebserkrankung geschrieben. Soll ich das vorlesen oder einfach drauf antworten? Kannst du ruhig vorlesen. Maxi, ich finde es mega bewundernswert, dass du den Krebs so gut überwunden hast und voll im Studium angekommen bist. Ich hatte letztes Jahr denselben Krebs und habe totale Schwierigkeiten, wieder ins normale Leben reinzukommen und mich wieder zu berappeln. Ich isoliere mich gerade zu viel. Hast du vielleicht Tipps, wie man wieder zurück ins alte Leben findet? Erstmal kleiner Disclaimer an alle, die es nicht wissen. Ich hatte einen Hodgkin-Lymphom, das Lymphdrüsenkrebs. Könnt ihr einfach mal googeln, wenn ihr möchtet. Und bezüglich des Kommentars? Also sei dir gesagt, dass nur weil es so aussieht, wie es aussieht über Social Media, dass es nicht unbedingt so ist. Also ich glaube, ne, du weißt es aus erster Hand und auch natürlich aus erster Hand. Und auch alle Leute, die mich privat kennen, dass ich jeden Tag noch mit dem Thema struggle. Es gibt keinen Tag, an dem ich keinen Gedanken daran hatte, ob ich nochmal krank werde, was mit meinem Körper passiert. Also ich habe wirklich sehr, sehr krasse Angst und ein sehr, sehr krass übersteigertes Körpergefühl. Und mir hat das auch wirklich schon sehr, 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 sehr viel kaputt gemacht. Auch gerade in meinem Studium, meine ersten Semester oder meinen Urlaub letztes Jahr mit meinem Freund oder jetzt die letzten Wochen wieder. So, es kommt immer wieder auf, dass ich irgendwas an meinem Körper finde und mir denke, boah, Digga, ist das nicht irgendwas so? Und dann habe ich halt einfach Anxiety und funktioniere nicht mehr und so. Ich glaube, dass das zu einem gewissen Punkt, dass man sich da Gedanken drüber macht, normal ist, wenn man so eine Erkrankung hatte. Aber ich weiß auch, thanks to you, dass das nicht so bleiben muss und dass man sich Hilfe holen kann
und dass man lernen kann, damit umzugehen. Und ich muss auch sagen, mir geht es heute inzwischen schon besser als noch vor ein paar Jahren. Also ich hatte wirklich noch mal viel, viel schlimmere Phasen als aktuell. Und mir zum Beispiel hilft es immer unglaublich, dass ich zum Beispiel mein Studium habe. Irgendwas, was ich wirklich, wirklich gerne im Leben möchte, was mich so in den schwierigen Momenten, wo ich irgendwie so dran denken kann, dass ich so irgendwas habe, was ich gerne mache, dass mein Leben einfach voll schön ist, so genau wie mit meinem Freund, wie mit Esther, mit Fiona, mit Nick, mit meinen Freunden so. Auch einfach Zeit zu verbringen und Freunde zu haben, die einen immer verstehen und zu wissen, so egal was passiert, ich bin niemals alleine damit. So, ne, vor 2 Wochen habe ich irgendwie an meiner Bubi rumgetastet und dachte irgendwie so, scheiße, habe ich da jetzt irgendwie Brustkrebs oder so? Und habe jeden einzelnen meiner Freunde meine Bubis abtasten lassen. Und jeder von meinen Freunden hat sich die Zeit genommen, mit mir darüber zu reden, sich das anzugucken. Und es ist probably nichts. Und ich habe mich inzwischen auch wieder beruhigt. Aber es ist einfach so wichtig, dass man ein Support-System hat. So an Leuten, mit denen man einfach immer darüber reden kann. Und ja, ein ganz großer Impact war aber auch meine damalige Therapeutin und meine Happy Pills. Die haben auch wirklich sehr gut geholfen. War jetzt eine sehr lange Antwort. Sorry. Nein, ist doch alles gut. Oh, das finde ich auch eine interessante Frage. Empfindet ihr das auch als gewissen Druck, wenn jemand wie ich bzw. Community sagt, dass ihr eine Inspiration seid? Also ist das eher Druck oder Dankbarkeit? Ich glaube, ich komme drauf an, welche Seite du von mir fragst. Also, ich kann die Kommentare so an sich verstehen und ich sehe es ja bei anderen Leuten auch so, also es ist ja eine normale menschliche Empfindung, aber in gewissen Punkten ist es halt einfach unangebracht. Und ich finde gerade bei Krebserkrankungen, wenn ich eine Sache nicht hören kann, ist, Leute haben den Kampf verloren. Also Connection mit dem Kommentar. Also, weil, ne, ist immer so ein bisschen so, also es ging doch darum, ob ich es als, also diesen, ich glaube, das ist aber eher allgemein gemeint. Also so bezüglich Influencer sein. Ob wir. Oh. Guck mal, ich bin zu sehr in der Cancer-Bubble. Weil das ist ein richtiges Topic. Ich habe das jetzt nur so interpretiert, wie bei ihr stand. Okay, ja, okay. Aber I don't know. Okay. Er redet erstmal zu Ende. Ah, nee, alles gut, aber nein, tue ich nicht. Also ich muss sagen, ich würde auch eher sagen, dass ich da Dankbarkeit für verspüre, wenn das mir jemand sagt. Also natürlich... Ich glaube, ich will da noch... Doch, ich muss sagen, ich finde das schon total... Also ich fühle mich sehr geehrt, sagen wir mal so. Das ist eher das richtige Wort als jetzt Dank... Also Dankbarkeit natürlich auch, aber eher dieses... ich fühle mich geehrt, dass du mir das gerade sagst. Druck, würde ich sagen... Ich meine, irgendwo macht man sich in diesem Business schon... Druck, einfach das abzuliefern, immer und immer wieder und irgendwie präsent zu sein und immer da zu sein. Aber ich würde sagen, dass es nicht unbedingt connected ist mit dem Inspirationsding. Glaube ich zumindest. Sorry, ich wollte dich gerade nicht irgendwie unterbrechen. Oder so. Aber sie hat auch gerade geschrieben, war in Bezug auf deine Persönlichkeit. Aber ja, true. Esther, danke, dass du den Namen Esther verbreitest. Ich glaube, da könnt ihr euch bei meinem Papa bedanken. Ich hatte früher richtig Problems mit dem Namen, weil irgendwie jeder das immer falsch ausgesprochen hat, falsch geschrieben hat. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich irgendwie meinen eigenen Namen auch voll gehasst habe. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Mittlerweile bin ich ganz dankbar, dass ich so einen außergewöhnlichen Namen habe. Aber ich finde den Namen mega geil. Danke. Nochmal an die Person, die Frage eben gestellt hatte. Du kannst mir auch gerne immer schreiben, wenn du irgendwie so ein bisschen Support haben will. Und @Pavel, shut the fuck up. Kann ich denn? Ja, haben wir, glaube ich schon, oder? Vor allem peinlich, so eine Scheiße noch mit dem Namen zu schreiben. Max übernachtet heute leider nicht bei SD. Leider nicht. Ich war schon ganz lange nicht mehr hier übernachtet. I know. Am Wochenende habe ich gefragt, da hattest du keinen Zeit. Ja. Ja, Leute, ich glaube, wir würden auch langsam das mal abrappen, oder? Nein. Nein? Okay, Nein. Dann nicht.
Solange noch Leute da sind, die Bock haben, habe ich auch Bock. Ich liebe es ja immer mit euch weißt zu quatschen. Weißt du, was wir machen sollten? So einen richtigen, so einen 24-Hour-Livestream. Ich hab so Bock drauf. Oder so. Oder nicht, vielleicht nicht 24-Hour, aber vielleicht so, vielleicht so 12 Stunden. Warum hat er Esti... Was? Warum hat Esti keine Zeit? Esti hatte bestimmt Dates die ganze Nacht. Deswegen hatte sie keine Zeit. That's why. Bleibt noch. Okay, ein bisschen. Study Streams, ja. Da haben wir auch letztens drüber geredet, ob wir das mal machen wollen. Ich weiß nur nicht, wie gut ich mich da konzentrieren kann und ich so weiß, dass dann so Leute zugucken. Are you okay? Ich habe schon wieder eine E-Mail bekommen von jemandem, der mich abfragt. Achso. Yo, 24 Stunden live zum Chili. Würdet ihr euch einen Cutter suchen? Tatsächlich, zumindest jetzt gerade an dem Punkt, wo ich gerade bin, nein, weil für mich ist das Schneiden das Allerschönste an der ganzen Sache. Also ich liebe es, Videos zu schneiden. Und ich finde, dass durch das Schneiden so irgendwie meine Persönlichkeit, mein Humor und Kreativität und alles da reinfließt. Also so richtig erst. Und ja, daher, ich glaube, das wäre das Allerletzte, was ich abgeben würde. Ich hätte richtig gern jemanden, der meine E-Mails beantwortet. Ich habe es schon mal angeboten. Aber cutten, no. Ich auch nicht. Wir benutzen beide Final Cut. Bestimmt hatte Fresh Talker dann auch keine Zeit für Maxi. Verstehe ich. Facts. Hä? Warum verstehe ich das? Ah! Ja, genau. So war es nämlich. Ja, aber wir haben doch das ganze Wochenende was zusammen gemacht. Ja, aber ich habe nicht bei dir geschliebt. Ja, I know. Warum rätst du dir? Maxi, bleib doch einfach bei Esther heute. Du hast sogar deine Zahnbürste noch hier. Die fühlt sich an wie ein Ast. Wie ein Ast? Ja, die ist voll hart und komisch. Aber irgendwie fand ich es auch geil, immer. Weil die dann die Zähne so schrubbt. Ich kaufe immer diese kleinen. Ich glaube, das ist auch für Kinder. Weil ja, man dann bis ganz hinten auch reinkommt. Bis ganz hinten. No joke, ich liebe euch. Oh, we love you too. Findet ihr meine Videos eigentlich auch schön geschnitten? Weil es sagen immer alle Leute, Esther das. Ich möchte wissen, ob meine Videos auch cool sind. Doch, natürlich. Ja, aber ich finde die auch richtig geil. Also ich finde auch deine Videos richtig geil. Ich finde deine Videos mega, wirklich. Ja, ich eigentlich auch. Aber kann mir das auch mal jemand sagen, Leute? Also. Pick me. Choose me. Love me. Kennst du das? Ja. Ja. Ah, cool. Oh, danke schön, Leute. That's also what schön I gefischt. Wanted to hear. Oh Mann, what a fishing hier. What a fishing for compliments. Boah, Leute, wisst ihr, was ich auch mal für eine Frage habe? Und zwar, ihr wisst ja, dass ich schon öfter eine Collab gemacht habe mit Esther oder mit Sassel oder mit Becky. Und mich würde voll interessieren, auf wen hättet ihr noch mal Bock, so mit mir zusammen zu sehen? Mit Anna haben wir auch schon mal was gemacht. Gute Frage. Ja, fände ich mega cool. Sagt es mir gerne auch. Dann können wir da vielleicht schon dabei sein. Dann können wir da gerne mal ein bisschen gucken und schauen, ob man sich noch irgendwie in so eine Richtung connecten kann. Ja. Und so. Aber weißt du, was ich auch geil finde? Wenn man im Livestream irgendwie so die Leute so reinholen könnte. Jo, das finde ich auch geil. Das kann man bei so Insta. Geil. Echt? Mhm. Ach lol. Ja, vielleicht mache ich mal einen Livestream auf Insta, weil irgendwie mir macht das voll Spaß, so mit euch zu schnacken. Zu schnacken. Thumbnail Queen, guck mal. Oh, thank you so much. Wer ist Sassel? Susan ist Sassel und Sassel ist Saskia. Law Student Saskia. Marike Emilia, habe ich einmal geschrieben, nie eine Antwort bekommen. Mit Ishtar, ja bitte. Und vor allem mit Doc Tommy. Hallo, wie geil wäre das? Ohne Scheiß. Alter, das wäre mein Fangirl-Moment. Küchenmedizin haben wir auch schon gemacht. Ja, aber würden wir auch definitiv nochmal machen. Ja, auf jeden Fall. Treffen in Münster, oh. Ja, Treffen an sich, Leute, Treffen fände ich mega. Nur weiß ich nicht, wie man das organisiert, dass es irgendwie... Ich glaube, sowas muss man eigentlich auch anmelden ab einer bestimmten Größe und aber so. Das ist halt das Ding. Also ich wüsste halt nie, okay, wie viele Leute sind das? So, sind das 10 Leute? Weil dann kann man ja auch sagen, okay, wir setzen uns alle an den Aasee. Leute, Miss Kelly, Kelly, Mrs. Vlog, Mann, wie sollen wir das denn machen? Das muss realistisch sein. Das muss realistisch sein. Es muss in unserer Größenordnung irgendwo sein.
Ja, mit Tommy. Schreibt alle mal Tommy, mach ein Video mit Esther Liebe. Marias MadLife, das muss ich mir erstmal aufschreiben, weil die habe ich noch nie gehört. Mit Fresh Torge, ja, das wäre jetzt echt richtig funny, wenn der jetzt hier auftauchen würde. MadLife. Hey aus München LMU, meine lieben zukünftigen Kolleginnen. Hello. Ihr könnt mich treffen, aber ich mache nichts in dem Bereich. Alles gut. Man muss nicht Medizin studieren, um uns treffen zu dürfen. Ich bin über die Härtefallquote ins Studium gekommen. Ich habe da nie ein Video drüber gemacht. Ich habe es nur immer in der Infobox stehen, weil es halt eigentlich legit für niemanden eine Möglichkeit ist. Ja. Sally Like Ranger wäre mega geil. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, dass die da gar nicht so Bock drauf hat, weil sie ja auch nicht mehr so richtig blockt und auch viele ihrer Artikel offline sind. Du, ich mach mal ganz kurz Licht hier. Ja. Dann wird es echt ein bisschen dark. Einen Unterschied? Ja. Oder sieht es bekloppt aus? Nö, ist gut. Ich hätte ja, also ich habe ja gesagt, ich gucke angepinselt gerne. Darauf hätte ich ja mega Bock, aber die macht ja keinen Medizin-Content. Weiß nicht, ob es noch interessant wäre und ich glaube, die weiß auch nicht, wer ich bin. Aber ich glaube, ich hätte auch Bock, mit Leuten was zu machen, die nicht Medizin-Content machen. Ich finde die so cool. Oder hier mit Dingsbums. Die ich von dir kenne. Wie heißt nochmal? Elena? Heißt die Elena? Ach, Elena, ja. Da hatte ich auch mega Bock. Ich finde die so lustig. Ja, ich auch. Definitiv. Für alle, die sie nicht kennen, Elena oder Elena Handtrack. Genau. Ihr schreibt ja. Das gerade. I love her. Ja, ich auch. Ich finde die Anna so cool. Und Anna ist wirklich mega toll. Würde ich so Guckt gerne. Ihr Princess Charming. Anne. Da hat eine Kandidatin Münster Medizin studiert. Oh, we know. Yes. Ich habe auch schon mal mit ihr geschrieben. Letztens. Und Fun Fact, wir machen jede Woche mit zwei anderen, beziehungsweise drei anderen Freundinnen eigentlich, ein Princess Charming Watch Date. Das ist eigentlich, finde ich, ganz cool, dass das jetzt so weekly ist. Ja. Just Eleanor hätte ich eigentlich auch Bock. Die hat mich auch auf Insta abonniert, wir haben auch mal geschrieben, das wäre theoretisch vielleicht möglich. Ich weiß aber nicht, ob sie da so Lust drauf hätte, weil ich weiß nicht, ob sie überhaupt meine Videos schaut oder so, aber fände ich tendenziell auch cool. Niklas Steenfahrt, schreibt mir nie zurück. Mit Niklas Steenfahrt habe ich auch schon mal was gemacht, also falls euch das interessiert. Auf seinem Kanal haben wir mal einen Podcast gemacht und auf meinem Kanal gibt es einen Vlog. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wie er heißt. Genau, da haben wir uns in Köln getroffen. Ja. Und ich habe gesehen, dass Niklas jetzt auch einen Vlogging-Channel hat. Und wir hatten damals auch einen Vlog für seinen Kanal geredet. Deswegen vielleicht kommt da noch was. Boah, ich habe gerade Kammerflimmern. Ich hoffe, du hast kein Kammerflimmern. Ja, zumindest fühlt es sich so an, die Kammer. Also so stelle ich mir vor, dass es sich anfühlt. Ah, werft mich hier nicht aus der Bahn. Wer ist Maria? bezüglich der Priorisierung der Uni, kein Plan. Keine Ahnung. Also zur Priorisierung kann ich so viel sagen. Geht nicht danach, was ihr denkt oder was ihr irgendwo lest, was die beste, geilste Elite-Uni ist oder so. Ja, okay. Sondern überlegt euch erst einmal, was ist mir wichtig? Ist mir wichtig, A, dass ich in der Nähe meiner Familie bin, B, dass ich vielleicht mal was Neues sehe oder vielleicht, ob es da irgendwie eine Stadt gibt, die mich mega interessiert, keine Ahnung, Berlin oder so, wo ich schon immer mal wohnen wollte oder so. Und dann C, würde ich überlegen, okay, was bieten die einzelnen Unis an? Weil ich würde sagen, die gesamte Uni-Experience ist viel mehr definiert davon, in welcher Stadt, in welcher Umgebung ihr sozusagen seid. Ich nenne da eigentlich immer das Beispiel, doch, meine es Schwester... gibt noch eine Priorisierung. Ja, gibt es das noch? Ja, also wenn du die Zulassung, wenn die vorliegen oder so, ja. Musst du das ja nochmal... Genau. Also es geht im Prinzip nicht mehr danach, dass ihr bessere Chancen habt, wenn ihr jemanden auf eins setzt, sondern mehr danach so...
was ist eure personal preference im Prinzip? Also meine Schwester zum Beispiel, die wollte unbedingt in der Heimat bleiben, einfach weil sie sehr familiengebunden ist und auch ihr Freund da ist und so weiter. Deswegen hat sie Köln genommen. Ich war ein armes Schweinchen und dachte, ich werde nur im letzten Bayerischen Wald angenommen. Deswegen war mir das ehrlich gesagt Wumpe. Die Wiedersehensfolge von Temptation ist doch gar nicht online, oder? Psst, nicht spoilern. Ich habe noch nichts. Ich habe die letzten zwei Folgen oder so nicht geguckt. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber sehe ich genauso. Das würde ich so sagen. Und bei mir war es einfach nur Studienplatz. Anna Neubert fände ich tatsächlich auch geil. Ich glaube aber tatsächlich, dass das nicht möglich ist, weil sie, glaube ich, zu groß ist, um mich zu kennen. Genauso wie mit Mirella fände ich auch geil. Ja, Mirella finde ich mega. Ja, ich komme aus der Nähe von Köln. Und ja, ihre Schwester studiert auch Medizin. Im selben Semester in Köln. Jetzt hat jemand gefragt bezüglich des Formats mit den Studiums- und Ausbildungsvorstellungen. Ich habe das tatsächlich Ende letzten Jahres dann sozusagen eingestellt. Hauptsächlich wegen dem Physikum, weil ich einfach nicht mehr die Zeit hatte, weil es war dann doch recht aufwendig, also die Leute zu finden, mit denen Termine auszumachen, die zu interviewen, das vor allem zu schneiden. Also es war tatsächlich nicht so easy zu schneiden, weil ich halt immer die Zoom-Aufnahmen und so dann mit reinnehmen musste. Genau, deswegen habe ich das dann erstmal aufgehört. Aber wenn da großes Interesse besteht, dann geil. Könnte ich das auch nochmal aufnehmen. Ich glaube, Planvoll wird es nicht machen, weil sie anonym ist. Ja, und vor allem ist sie auch keine YouTuberin. Ne? Es gibt ja auch Leute, die wollen halt auch vielleicht nicht auf YouTube, verständlicherweise. Wir bezahlen unsere Wohnung mit Geld. Münster war meine Wunschuni. Christmas Collab finde ich auch geil, aber kommt drauf an, ob die Zeit haben. Ja, also wir werden sicherlich nochmal drüber quatschen, weil ich fand das auch immer sehr cool. Genau. Wer ist Mila? Mila. Wer nicht? Mila aus Österreich. Mia Khalifa. Das letzte Video mit deiner Schwester finde ich so cool. Das will ich auf jeden Fall erzählen, weil meine Schwester, die immer sehr selbstkritisch ist mit sich und sie sich nicht immer so super wohl fühlt vor der Kamera. Und ja, deswegen in ihrem Namen vielen lieben Dank für die ganzen lieben Kommentare, die ihr für sie dagelassen habt. Sie hat sich wirklich sehr gefreut. Mila schaue ich mir auch mal an. Finde ich cool. Felinchen kenne ich auch nicht. Ah, doch, die kenne ich. Ja? Ja, also über Anna. Dodo ist mega hübsch. Drei Ecken. Wer ist Anna? Anna aus Berlin. Ah, Anna. Dodo, ja, Dodo ist die hübscheste. Video mit Maxi, Esther und ihrer Mann. Boah, das wäre echt mal richtig lustig. Ja, total viele Leute haben mir auch in letzter Zeit geschrieben, dass sie das Boomer-Video mit dem Boomer-Arrett Gen Z-Dings, dass sie das nochmal sehen wollen. Das ist richtig geil. Ich habe es auch Michi geschrieben und sie meinte so, ja, können wir mal machen. Michi hätte auch low-key gerne einen YouTube-Channel. Habt ihr nicht von mir, ne? Würdet ihr theoretisch einen YouTube-Channel von Michi angucken? Hey, wer will keinen YouTube-Channel von Michi angucken? Weil das Ding ist halt, Michi ist auch eigentlich ist sie eine totale Rampensau, so ich glaube, sie würde das richtig gerne machen, aber sie ist dann doch auch so ein bisschen schüchtern. Michi Garten-Content? Oh, das fände sie, ich glaube, das würde sie so feiern. Also Michi. Ja, ohne Scheiß. Garten-Videos zu machen. Oh Mann, ihr seid so lieb. Kann ich ein Praktikum bei ihr machen? Bestimmt. Boah, diese Vögel, ne? Die sind so laut. Und die sind vor allem auch jeden Morgen. Hört ihr es, Vögeln? Vor allem gestern Abend hat er sich so auf mein Fensterbrett gesetzt. Das war voll süß. Es war zwar scheiße laut, aber es war total süß. Ich mich richtig gefühlt wie eine Barbie-Disney-Prinzessin, wo so die Vögel herkommen, you know?
Man hört es irgendwie. Sehr laut, ja, es ist laut. Mit Studienkrediten kennen wir uns leider beide nicht aus. I'm sorry. Ich dachte, das sind die Vögel bei mir. Oh mein Gott, was auch lustig wäre, ihr besucht Just for Fun Vorlesungen von euren Zuschauern. Leute, ich mein's richtig ernst, ich mach das. Die von euch, die in Münster studieren, schreibt mir, was ihr studiert und wann wir das machen können. Ich hatte mega Bock drauf. Fände das ohne Scheiß richtig hilarious. Aber und danach müsst ihr mir einen Test schreiben. Aber dann müssten die doch auch da sein. Das wissen wir ja nicht, ob die dann immer da sind. Nein, also die müssten mich dann mitnehmen. Ihr müsst schon mit mir zusammengehen, Leute. Ach so, ja, okay. Und dann, ich muss euch dann vloggen. Ich dachte, du bist so randomly. Nein. Kommst du dann da als Surprise hin oder so? Jo. Maxi, kennst du Michi? Von FaceTime, ja. Ja. Da haben sie mal öfter geredet. Auf jeden Fall YouTube-Channel mit deiner Mutter. Okay, Leute, das muss ich irgendwie screenshotten oder saven hier, weil das muss meine Michi sehen. In Vorlesungen darf man nicht filmen. Also zumindest die Vorlesungen halt nicht. Nee, da muss man auch wirklich aufpassen. Ich weiß nicht, wie das ist in anderen Studiengängen. Aber nein, das ist immer so. Das ist immer so, weil die haben richtig krasse so Datenschutz, Verordnungen und so weiter. Und man darf gar nicht irgendwas, was die an Content, sage ich mal, erstellt haben, filmen. Also das ist wirklich sehr streng geregelt alles. Ich kann ja noch die 2 Stunden voll machen und dann... Jo. Leute, die 2 Stunden machen wir noch voll. Viertelstunde habt ihr noch. Also ich studiere in Münster Chemie im Master. Oh mein Gott, wie hilarious wäre das. Weil ich mich so seit Day One über Chemie abfacke und ich gehe dann in so eine Chemievorlesung. Hit me up, Lee Mü. Ich bin erst in Münster, wollte mal in Anatomie und Bio kommen. Das musste ich mir auch selbst antun. Mensch. Aber schreib mir gerne mal, wenn du Tipps brauchst. It's the final countdown. Wir haben ganz viele Leute über 35 auf jeden Fall. Okay. Im Prep-Kurs sehe ich so viele. Okay. Ich fände das Loki so geil, wenn sie einen Channel machen würde. Oh, an XXCC. Danke. Oder beziehungsweise gern geschehen. Aber danke für den Kommentar. Hier ist eine Frage an Lee Mü. Und zwar, ob du das Chemiestudium empfehlen kannst. Sie kann sich nicht entscheiden zwischen Chemie, Medizin und Philo. Help a girl out, please. Ich bin mir sicher, Esther hat dich gerne in ihrer Story erwähnt. Ja, natürlich. Seid ihr mit YouTube selbstständig als Kleinunternehmer? Yes, we are. Es ist tatsächlich ein relativ nicht zu unterschätzender Aufwand, wenn man so einen kleinen, feinen YouTube-Channel betreibt. Also was man da alles beachten muss, damit das liebe Finanzamt... Hi, Becky! ...einen mag. Sorry. Hi, Becky. What's up? What's poppin'? We miss ya. Maxi, Belohnung nach dem Physikum. Physikum haben. Beggy! Sag alle mal Hi, Beggy. Roboter. Wie viele Stunden denn circa pro Woche für euren Nebenjob? Schwer zu sagen. Weil YouTube ist halt... nicht etwas, wo man hingeht und dann ist man da für eine gewisse Zeit, sondern es ist irgendwie jeden Tag immer ein bisschen was. Oder an manchen Tagen natürlich auch mal mehr. Aber ich finde es sehr schwer, irgendwie so pauschal zu sagen, okay, so und so viele Stunden pro Woche verbringe ich damit. Aber es ist aber schon viel. Ja, es ist schon mehr, als man so denkt. Und ich bin 4 Stunden die Woche in der Uni preppen. Becky is back. Vorlesungsidee. Becky geht in unsere Vorlesung. I would love to.
Aber bei uns darf man leider als Externer nicht rein. Wegen Datenschutz und Patientenschutz und so. Hier schreibt jemand, low, Mission erfüllt, hab Lotti getroffen, geil. Geil. Ich glaube, also Lotti hat sich sicherlich sehr gefreut. Ich lese nur. Gibt es einige Namen, die ihr in den Kommentaren wiedererkennt? Ja, ja, auf jeden Fall. Also da gibt es Leute, die ganz oft kommentieren oder auch Leute, die von Anfang an irgendwie dabei waren, die man irgendwie so ein bisschen kennt. Auf jeden Fall. Oder auch über DMs oder irgendwie so. Das ist auch, bestes Beispiel, Lea. Ja, Lea. Lea ist unser OG hier. Und Sabrina, würde ich sagen, ist auch ja, dabei. Ich unter jedem Video, ausnahmslos. Auch Katharina. Beste Medizin-Meme-Seite, Bra mit Kittel. Oh, Katharina, das ist sehr lieb von dir. Ich würde voll gerne einen Discord-Server machen, aber ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich habe überlegt, mit Twitch anzufangen oder auf YouTube-Livestreams zu machen mit dem Lernen regelmäßig. Also, dass ich dann halt immer beim Lernen streame. Fändet ihr sowas cool? Weil irgendwie traue ich mich bis jetzt noch nicht so. Ja, ich fände Study-Livestreams an sich auch mega cool. Aber ich habe irgendwie voll Schiss, dass ich mich dann nicht konzentrieren kann, wenn ich so weiß, da gucken gerade so und so viele Leute zu. Weil ich manchmal einfach irgendwie dann, I don't know, das so im Hinterkopf habe. Weißt du, was ich meine? Ich hätte mega Bock drauf. Aber lieber Twitch, Leute, oder? Das finde ich auch eine gute Frage. Was zur Abwechslung. YouTube. Ja, mach mal. Wie geht man damit um, wenn man auf ein introvertiertes Mädchen steht und nicht weiß, ob sie auch etwas für einen empfindet, weil sie eben so zurückhaltend ist? Ask her. Ich glaube, ich würde es so machen, dass ich versuchen würde, mit ihr ein bisschen mehr Zeit zu verbringen, weil ich so die Erfahrung gemacht habe, dass halt Leute, die am Anfang sehr introvertiert sind, einfach ein bisschen Zeit brauchen, um aufzutauen. Und sobald die Person dann aufgetaut ist, könnt ihr das vielleicht schon wieder besser einschätzen durch andere Dinge, die sie dann macht. Und when in doubt, wie Maxi es auch schon gesagt hat, offen und ehrlich drüber reden. Weil ich glaube, man denkt sich immer so, boah, das ist todescringe. Kann ich auch verstehen. Ich glaube, so würde ich auch denken. Aber im Endeffekt, fragt euch mal selber, wenn euch jemand sagen würde, hey, ich mag dich voll gerne. Ihr würdet doch niemals denken, dass es cringe ist, oder? Ihr würdet euch doch alle drüber freuen. Von daher, ja. Die meisten sagen echt Twitch. Echt jetzt? Mhm. Leute, dann mache ich das. Ne? Aber ihr müsst dann auch da sein und mich supporten. Ich habe keinen Bock, da alleine zu sitzen. Oder auf TikTok live. Ich mache kein TikTok. Ich mache TikTok. Ich kann auf TikTok live machen. Übrigens, Leute, habt ihr überhaupt Bock auf TikTok-Content? Und wenn ja, auf was? Also, sorry, dass wir heute so viele Fragen stellen, aber wir versuchen schon irgendwie auch uns euch so ein bisschen anzupassen, weil wir das ja auch für euch machen, deswegen. Ja. Ist da TikTok live? Boah, Becky, kann man zusammen TikTok live machen? Weil wenn ja, Becky, wir sind denkt am Start daran, zusammen. Dass Twitch großen Wert auf Chat-Interaction legt. Habe ich noch nie gehört, tut mir leid. Ich kenne mich mit Twitch auch nicht aus. TikTok ist nicht mehr meine Generation. Leute, ihr müsst TikTok echt mal eine Chance geben. Oh. Lena hat eigentlich eine gute Idee. Mach einfach mal 2 Stunden Livestream zum Ausprobieren. Ne? Ja, im Endeffekt habt ihr recht. Also man muss es eigentlich einfach gemacht haben. @Miriam, das Wichtigste beim Pflegepraktikum, period, stell dich allen vor. Ja. Jeder einzelne Person auf dieser Station. Ja. Immer und immer wieder. Das ist am Anfang ungewohnt, ne, dass man dann cringe, hinkommt, so, hey, ich bin die und die und ich mache das und das. Aber ihr sammelt sofort Bonuspunkte, weil besonders die Pflege ist da einfach manchmal relativ. Denen ist es wichtig. Picky. Genau, denen ist es einfach super wichtig. Deswegen macht es einfach, seid freundlich, seid offen
ne, dass ihr erstmal allem offen begegnet. Auch Sachen, wo ihr jetzt vielleicht erstmal so sagt, so, was ist das? Erstmal gucken. Ihr könnt immer noch dann sagen, möchte ich nicht machen, ist auch euer gutes Recht. Aber einfach zumindest aufgeschlossen daran gehen. Ich glaube, damit hat man schon die halbe Miete. In den meisten Fällen. Leute, wenn wir eine Nachricht, die 1000-mal in Chat gespammt wird, nicht beantworten, dann werden wir sie auch nicht beantworten, nur wenn sie noch 30-mal reinschreibt. Soll man sich den Ärzten auch vorstellen als Pflegepraktikant? Ja, unbedingt. Weil erste Überzeugung maximal von TikTok. Also, auch den Ärzten, ja. Weil das Ding ist halt, ihr seid ja in einem Team, ne? Und zu dem Team gehören auch die Ärzte. Und vor allem, finde ich, ist es immer erstmal gut, sich am Anfang, ich sag mal, gut zu stellen mit allem, ne? Mhm. Hier vorstellen ist das Wichtigste. Und Scheiß. Keine Zusammenfassung, nur als Zeitverschwendung. Mhm. Schreibt lieber eure Zusammenfassung in Notion und importiert es dann in Anki oder macht mit Notion Abfragen. Bei Notion ist halt auch echt der große Vorteil, dass ihr das teilen könnt mit euren Freunden und ihr dann zum Beispiel euch einfach die Arbeit aufteilen könntet. Also dann sagen könntet, okay, du machst das eine Thema, ich mach das andere und ihr beide könnt es immer sehen oder ja, zu wie vielen Leuten ihr das machen wollt. Kann man Ärztin werden auch ohne Medizin zu studieren? Nope. Was ist euer Wort zum Sonntag? Mm. Stay hydrated. Drink Lipton Iced Tea. Or not. Notion ist so kompliziert. Ja, am Anfang ist es kompliziert, aber glücklicherweise gibt es da eine gute Videos dazu. Nee, ich wollte eigentlich eher sagen, haben wir Becky. Ja, wollte ich auch sagen. Becky, es gibt sehr gute Videos dazu. Ach so, Becky. Wir haben gute Videos dazu. Ich habe kein einziges Notion. Genau, Becky ist die absolute Notion Queen. Rebecca Elisabeth auf Instagram und auf YouTube. Check it out. Da, ihr werdet das Notion Game meistern, wirklich. Wie die Meister. Wort zum Sonntag, Esthers Mama braucht YouTube. Preach. Und Fresh Torge. Das ist das Wort zum Sonntag. Wie süß. Becky mit der Queen. Genau. Becky ist unsere The Queen. The Crow. Becky ist unsere aller Queen. And she is our mommy. She's our true mommy. So, Leute. Die letzten zweieinhalb Minuten sind angebrochen. Was möchtet ihr noch loswerden? Jetzt ist die Chance. Das ist die Frage, die ihr uns schon immer mal stellen wolltet. Immer mal stellen. Und euch nie getraut. Die letzten zwei Minuten komplett ehrlich, ungeschnitten. Alles, was ihr wissen wollt, egal was es ist. Ist so. Jede Frage wird beantwortet. Konkrete Aussage zu lernen, Stream. I'm gonna do it, Leute. Ich nehme es mir nächste Woche vor. I'm gonna do it. Ja, ich glaube, ich mache es auch. Aber wahrscheinlich erst in so 2-3 Wochen eventuell. Weil ich nächste Woche, glaube ich, einfach ein bisschen busy bin. Leute, war super schön mit euch. Danke, dass ihr so zahlreich dabei gewesen seid. Wir wollten das Video, wir wollten unser Studium noch nie abbrechen. Du hast ein Video dazu. Oh, warte, Jana, wir kommen aus demselben Dorf und waren auf demselben Gymnasium. What? What? Warte mal, in welcher Stufe warst du? Oder über mir, unter mir oder so? Funny. Ja, deswegen vielen lieben Dank für alle, die dabei waren. Ich fand es mega crazy, dass ihr alle so konstant dabei geblieben seid. Hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet, weil wir einfach hier so gelabert haben im Prinzip. Ja. Leute, mir tut das voll leid. Ich finde es voll schön, dass ihr alle so die ganze Zeit schreibt. Ich will gar nicht aufhören. Ich liebe das voll, so diesen Austausch zu haben. Wir können das auf jeden Fall mal öfter machen. Ich war ein oder zwei Stufen über dir. Nur deshalb habe ich deine Videos angefangen zu schauen, weil ich dachte, die kenne ich doch. Geil. Dann Grüße an H-Town.
Leute. Ihr seid so süß. Oh Mann, warum seid ihr so süß? Wie weit muss Maxi nach Hause fahren? Weit. Weit. Ganze 7 Minuten mit dem E-Scooter. 600 Leute sind noch geblieben. Ja, I know. Becky, war auch super schön, dich zu sehen, deinen Namen auf dem Screen. Oh, ihr seid so süß. Wir können das gerne öfter mal machen. Definitiv. Ich bin so sad that it's gonna be over. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Nicht weinen, wir kommen doch wieder. Aber Joanna hat einen Point. Mit bleibt online. Hör auf. Aber so langsam wissen wir auch nicht mehr, was wir sagen sollen. Nee, und vor allem, ich muss noch was Wichtiges machen. Ja, und morgen ist 8.30 Uhr Patto, Leute, ne? Und this bitch needs 8 Stunden Schlaf. Oh, liebe Grüße in die Schweiz. Sehr schönes Land übrigens. Ja. Komme ich vielleicht mal hin zum PJ. Wink, wink. Leute. Ja, wir speichern den Stream auf jeden Fall. Dann könnt ihr ihn nochmal von Anfang bis zum Ende bingen. Und bitte nicht die Werbung skippen. Bitte nicht. Diese Lichterkette will finanziert werden. Oh, guck mal, ich spiele euch ein Konzert zum Abschied. Wow. Habt ihr das Lied erraten? Nö. Maxi streamt auch weiter auf Twitch. Savage. Leute, ich verspreche euch, kommt auf meinen Instagram-Account, maximal unnötig. Ich werde es nächste Woche announcen und we're gonna do it. Und wehe, ihr seid nicht da. Wirklich, wehe, ihr seid nicht da. Jingle Bells. Ja. Guck mal, so viel zum Thema meiner Musiklehrerin. Ich hätte kein Taktgefühl. Ja, ja. Alright, Peeps. Also Maxi Twitch und Michi YouTube. Yes. Und Esther TikTok. Ich will Gen Z bedienen, you know? Ja, wir expandieren. Bald ja, kommt Spotify. Genau, bald kommt Spotify. Vielleicht sogar Zweifachversion. Bleib bitte bei Esther oder komm gut nach Hause. Maxi. Alles ist gut. Fast doch, aber das ist süß. Alles vielleicht gut. Bleibt sie auch hier. I can't. I need to clean my room. Sie kann ja dabei twitchen. Clean the room with me, Livestream. Tschüss Vanessa, tschüss Lea, tschüss Joanna. Tschüss Leute. Tschüss Henry. Tschüss, wen gibt's noch? Erdance. Lara. Ardance. Und Esther TikTok. Tschüss Janine und Katharina. Winke. YouTube-Kanal. Johanna, Miriam von Kirchner. Sarah. Tschüss Kim, Baby. Lisa. Lit X. Xlitte, Leaf, XX, Celine, Lene. Bye-bye, Sabrina. Bye-bye, Sabrina, Mia, Alexandra, Liane, Sarah, Eva. Anna, Christina. Annika. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Boy. Boy.